Herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung, das Wasserstoffzeitalter vor Ort. Wir möchten Ihnen zeigen, wie der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Kommunen und Regionen voranschreitet. Und dafür haben wir drei Referenten gewonnen, die Ihnen heute darüber berichten wollen. Bevor wir damit einsteigen, darf ich Ihnen ein paar einleitende Worte geben. Mein Name ist Annegret Agricola, ich bin Leiterin Public Affairs bei der Zukunft Gas und habe im Jahr 2022, im Februar 2022, gemeinsam mit den Kollegen von unserem Team eine neue Plattform ins Leben gerufen, nämlich die Plattform H2 Kommunal. Und die heutige Veranstaltung machen wir im Rahmen dieser Plattform und alle Referenten, die hier referieren, sind mit dieser Plattform auch verbunden. Ja, spätestens seit dem Jahr 2020 reden wir in Deutschland sehr, sehr viel über Wasserstoff. Dort wurde im Juni 2020 die nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt auch einige Akteure, die sich schon auch vor 2020 damit beschäftigt haben. Einen werden Sie gleich näher kennenlernen. Ich kann auch behaupten, dass für meine Person, ich habe bereits im Jahr 2011, damals noch für die Deutsche Energieagentur tätig, die erste Plattform gegründet, die Power-to-Gas-Plattform, die sich intensiv mit Wasserstoff beschäftigt. Und seitdem beschäftigt mich auch das Thema sehr. Und ja, man kann ganz deutlich sagen, wir brauchen Wasserstoff. Aber die Frage ist, warum? Und ich denke, wir können ganz deutlich sagen, wir brauchen Wasserstoff für das Gelingen der Energiewende. Grüner Strom und grüner Wasserstoff bilden ein Komplementär zueinander und wir brauchen beides, um erfolgreich die Transformation zu beschreiten und auch ein resilientes und klimaneutrales Energiesystem im Ziel zu erreichen. Und nicht zu vergessen, rund um Wasserstoff bilden sich global gesehen Wertschöpfungsketten und daran sollte und ich sag mal, wollen wir auch uns beteiligen. Vielfach wird, wenn wir über Wasserstoff reden, immer über die großen globalen Zusammenhänge geredet, über die großen Wasserstoffimportprojekte, die wir anstreben, über die politischen Vorklärungen, die dafür erforderlich sind. Viele große Energieversorgungsunternehmen gehen in diese Projekte rein, schließen Kooperationen. Oder auch, wir reden viel über Wasserstoff im Kontext mit großen Industrien. Alles richtig, alles wichtig, aber wir behaupten, es ist auch wichtig, im kommunalen und regionalen Bereich die Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben und die dort liegenden Vorteile für die Energiewende, aber auch für die Erschließung neuer Wertschöpfungsketten voranzutreiben. Ja, Wasserstoff brauchen wir in Zukunft im Kontext der Dekarbonisierung, der Defossilisierung unseres Energiesystems für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Unbestritten ist, dass wir in der Industrie Wasserstoff brauchen werden. Unbestritten ist, dass wir für Backup-Kraftwerke zur fluktuierenden Stromerzeugung aus Wind und Sonne Wasserstoff brauchen werden. Und auch im Schwerlastverkehr, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir da Lösungen mit Wasserstoff mit einbeziehen müssen. Beim Thema Wärmeversorgung wird es schon schwieriger. Da streiten wir uns mitunter, ob das da benötigt wird oder nicht. Aber wenn wir an die großen Fernwärmesysteme und die Aufgabe der Erzeugung grüner Fernwärme, auch Nahwärme, denken, dann sind wir wieder schnell dabei, dass wir hier auch die Kraft-Wärme-Kopplung sehen werden und auch zumindest in Anteilen sehen werden und auch dort Wasserstoff benötigen. Darüber hinaus kann Wasserstoff im Wärmesektor sicherlich die Resilienz der Energieversorgung stärken. Vor diesem Hintergrund haben wir, wie gesagt, im vergangenen Jahr die Plattform H2 Kommunal ins Leben gerufen und haben gesagt, es gibt wirklich einen Bedarf danach, sich auch zwischen den Akteuren aus dem regionalen und kommunalen Bereich der Energieversorgung über den Aufbau einer entsprechenden H2-Wirtschaft auszutauschen. Und da spielen eben die Versorgungsunternehmen, die verankert sind in ihren Regionen, die vielfach mit unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen eng zusammenarbeiten, die Haushalte versorgen,
Versorgung mit diesen Akteuren den Austausch voranzutreiben, spielt eine große Rolle. Und deshalb die Initiative zur Plattform H2 Kommunal. Was wollen wir? Wir wollen mit der Plattform den Markthochlauf für Wasserstoff in Deutschland unterstützen. Hier geht es um grünen Wasserstoff und hier geht es darum, wirklich das Zusammenspiel von grüner Stromerzeugung und Wasserstoff in einem zu denken. Und da werden wir heute, glaube ich, einiges drüber hören. Nicht zuletzt auch den Nutzen daraus zu ziehen, dass Wasserstoff grünen Strom speicherbar macht. Es geht dabei, dass die Akteure zusammenkommen, ihr Wissen teilen, ihre Erfahrungen teilen und voneinander lernen können. Und was uns auch ein Anliegen ist, und dazu soll die heutige Veranstaltung beitragen, wir wollen die Aktivitäten in den Kommunen und in den Regionen sichtbar machen. Das ist auch ein wesentliches Ziel dieser Plattform. Vor dem Hintergrund haben sich fast 40 Unternehmen aus dem Bereich der regionalen und kommunalen Energiewirtschaft zusammengeschlossen in der Plattform H2 Kommunal. Hier sehen Sie die Logos dieser Partner. Und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt die Bühne freigeben für die eigentlichen Akteure, für diejenigen, die vor Ort im Thema Wasserstoff arbeiten. Und ich freue mich als erstes, Pionier der Wasserstoffwirtschaft in den Regionen auf die Bühne bitten zu dürfen. Und ich darf Herrn Zösch von den Stadtwerken Haßfurt bitten, uns seinen Ansatz, nämlich Windgas in Haßfurt, vorzustellen. Und Sie erzählen uns, dass Sie schon eine ganze Weile sich damit beschäftigen und was Sie dabei für Erfahrungen gemacht haben. So, ich darf einfach weiterklicken. Ja. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Norbert Zösch, ich bin Geschäftsführer seit 25 Jahren. Das gibt es noch, ne, dass Leute länger beim Unternehmen sind, beim Stadtwerk Haßfurt. Und wir haben dort relativ bald die erneuerbaren Energien ausgebaut. Kommt dann auch gleich drauf, welchen Anteil wir liefern können mittlerweile schon. Und will Ihnen zumindest erstmal sagen, wo Haßfurt liegt. Ne, das sind Unterfranken. Zwischen Bamberg und Würzburg, also Bamberg mehr die Biergegend, also finden Sie die höchste Brauereidichte in Unterfranken, Oberfranken, die Grenze dorthin. Und in Richtung Würzburg gibt es den guten Frankenwein, auch gespeicherte Sonnenenergie. Darüber wird immer wenig gesprochen, dass man das in vielfältiger Form speichern kann. Und in Haßfurt ist natürlich dann die Wasserstoffzentrale. Ne? Also die will ich Ihnen heute mal kurz vorstellen. Natürlich klassisches Bild für ein Stadtwerk. Ganz oben immer die Stadt Haßfurt. Automatisch die Politik ganz oben drüber. Bürgermeister ist immer Aufsichtsratsvorsitzender. Wir haben natürlich verschiedene Nebenbetriebe, so lukrative Sachen wie ein Bad, wie eine Eissporthalle, wo man richtig Geld verdient. Ne? Und wir haben auch natürlich die klassische Strom, Gas und Wasser. Und das war für uns wichtig, dass wir alle drei Sparten hier natürlich vereinen können mit Fachleuten, mit Ingenieuren, mit Technikern, die eben diese Bereiche beherrschen. Und für Wasserstoff brauche ich Leute, die sich mit Strom auskennen, Leute, die sich mit Gas auskennen und Leute, die sich mit Wasser auskennen. Alle drei Sparten, sind hier vertreten. Ja, was kostet das alles? Alles so teuer, Wasserstoff kostet so viel Geld. Jetzt stelle ich die Frage, was haben diese Leitungen gekostet, die von Sibirien in Richtung Europa gelegt worden sind? Da spricht man sicherlich auch von Billionen, aber sie sind halt alle schon bezahlt. Hm? Und davon gehe ich jetzt mal aus. Ne? Aber hier nur eine kleine Einleitung zu dem ganzen Thema Wasserstoff. Frau Agricola hat schon erläutert, wer wir brauchen, in welcher Größenordnung, ist noch strittig, in welchen Bereichen. Aber hier ist ja von der HTW Berlin hier so eine Grafik mal erstellt worden, wenn man bis 2035 das 1,7-Grad-Ziel erreichen will, braucht man diese Entwicklung. Also da kann man schon nichts machen, 1,5 Grad, sondern mit dieser Grafik ist eben dieses 1,7-Grad-Ziel. Ja. Was haben wir in Haßfurt gemacht? Wir haben relativ viel erneuerbare Energie gebaut, 31 MW Wind, 13 Windräder, die bei uns direkt ins 20.000 Volt Netz einspeisen, mittlerweile 22 MW Photovoltaikanlagen von kleineren PV-Anlagen bis zu Freifeldanlagen. Die größte, die bei uns hier in dem Bereich ist, hat 5 MW.
die wir hier angeschlossen haben. Ja, dann haben wir auch ein Nahwärmenetz schon verlegt mit sogenannten gleitender Nahwärme, wo wir vor 8 Jahren schon die Wärmepumpe eingebaut haben. Ja, also damals noch sehr umstritten, da wollten noch viele einen Gasanschluss haben. Sind jetzt froh, dass es eben anders gelöst wurde, das Thema für Neubau. Ich denke, da sind wir uns einig, weil die Wärmepumpe sicher das Sinnvollste sein. Ja, dann haben wir auch eine Biogasanlage, auch da einen Anteil dran, 19%, zusammen mit 24 Landwirten betreiben wir diese Anlage und haben ca. 3,15 MW elektrische Leistung von diesen 7 BHKWs, die mit Biogas laufen und natürlich dann auch relativ viel Wärme für unser Bad, für unsere Schulen zur Verfügung stellen. Auch das für unsere wichtige Säule, gerade im letzten Winter, waren wir sehr froh, dass wir eine Biogasversorgung hatten, um eben hier auch die Schulen nicht runterkühlen zu müssen, sondern die Abwärme vom BHKW, weil der Strom ja benötigt wurde, war genügend vorhanden, sodass man auch da mal gesehen hat, was für Vorteile es ist, wenn man vor Ort Gas erzeugen kann. Ja, dann haben wir noch weitere KWK-Anlagen, aber gehen wir dann heute nicht drauf ein. Wir haben eine Power-to-Gas-Anlage mit 1,25 MW, eine Siemens Silyza 200, der eben hier den Strom, den überschüssigen Strom, den wir hier in Hausfurt produzieren, eben in Wasserstoff wandelt. Und unsere Wasserstoffschiene ist eben ein H2-BHKW, auch das vor 5-6 Jahren noch schwierig vorstellbar, dass ein Erdgas-BHKW auch als mit Wasserstoff mit 100% laufen kann, auch mit gleicher Leistung, 200 kW elektrische Leistung von der Firma 2G. So ein bisschen Werbung kann man da schon machen, weil, wie gesagt, die Maschinen mittlerweile zuverlässig laufen. Sie können sie umschalten auf Erdgas, auf Wasserstoffbetrieb. Und wie gesagt, die letzten 2,5 Jahre haben wir hier eben diese Maschine getestet und jetzt ist im Dauereinsatz eben für die Beheizung von der Schule und natürlich auch der Strom wird hier bei uns direkt im Netz genutzt. Ja, ansonsten natürlich haben wir auch die Stromversorgung, auch da brauchen wir Speicher, auch da haben wir einen Batteriespeicher mit 13,6 MW sind es 3 größere, der größte hat 10 MW, also auch da im Stromnetz natürlich immer notwendig Speicher zu installieren. Und das Ganze noch wichtiger ist, das sind die grünen Punkte, die wir hier sehen, das Ganze in die Bevölkerung zu bringen, die Leute mitzunehmen, die Anlagen zu zeigen, dass sie funktionieren. Gerade die Wasserstoffanlage, wie gesagt, ist für uns ein Vorzeigeobjekt, wo wir immer wieder Führungen anbieten. Hier ein paar Bilder von den Anlagen, die wir hier installiert haben, auch diese Freifeldanlagen entlang der Autobahn. Ich glaube, auch da stört es niemand. Und dass man natürlich dann mit so einem System auch Überschussenergie erzeugen kann, ist, denke ich, auch klar. Also wir speisen ca. 40 Millionen Kilowattstunden zurück ins, in unserem Fall, Bayernwerksnetz und beziehen noch so 10, 11 Millionen Kilowattstunden. Das ist noch der Reststrom von übrigens 80 Millionen, die wir sonst vor 10, 15 Jahren noch vom Vorlieferanten bezogen haben. Ja, hier auch die Summe mal, also hat sich natürlich entwickelt, 2022 sprechen wir bei uns von über 240% von dem Strom, den wir hier in Hausfurt verteilen, was so ca. 40 Millionen Kilowattstunden sind, an direkte Kunden. Alles andere sind eben Industriekunden, die teilweise natürlich selbst ihre Verträge bundesweit schließen, wobei sie jetzt auch schon wieder auf uns zukommen, über diese Freifeld-PV-Anlagen Direktbezug machen zu können, um eben auch direkt erneuerbare Energie auch nachweisen zu können. Ja, wie konnten wir diese Power-to-Gas-Anlage bauen? Allein als kleine Stadt, 17.000 Einwohner, die wir da versorgen, hätten wir es uns natürlich das nicht leisten können. Und kleines Zwischenspiel. Und von daher haben wir gemeinsam mit Greenpeace Energy, steht auf dieser Folie noch, mittlerweile heißt es das Unternehmen Green Planet Energy, ein Ökogas- und Ökostromanbieter aus Hamburg. Die haben mit uns zusammen diese Gesellschaft, diese Windgas Hasford GmbH und Co. KG gegründet und eben hier dann eben jeder 50% dieser Anlage finanziert. 2 Millionen hat sie gekostet, Bilder sehen wir gleich, und 1 Million wurde über die örtliche Sparkasse finanziert.
Das ist schon seit 3 Jahren wieder abfinanziert, diese 1 Million. Und jetzt, wie gesagt, haben wir noch, ja, wir sind so bei 80% der abfinanzierten Summe und sind eigentlich ganz froh. Außer das letzte Jahr, durch diese hohen Strompreise, ist die Anlage natürlich deutlich weniger gelaufen wie geplant. Und deswegen hat man im letzten Jahr auch ein Defizit in unserer G&V, was eine Ausnahme war bisher. Und wir hoffen, dass es in dem Jahr wieder alles in die Richtung geht, weil die Börsenpreise ja letzten Sonntag mal negativ waren wieder. Und das sind natürlich die Zeiten, wo wir hier die Anlage auch laufen lassen. In dieser unscheinbaren Halle, hier links, in dem unteren Teil steht die Anlage. Und auf dem rechten Bild sehen wir eben diese Wasseraufbereitung hier auf der rechten Seite. Also muss voll entsalztes Wasser eben zur Verfügung gestellt werden, weil es eine Membrantechnik ist. Und dann eben über diesen Elektrolyseur, der so 3 auf 6 Meter von der Abmessungen her ist, wird eben der Wasserstoff erzeugt. In der Halle keine Eckschutzzone, alles ohne irgendwelche größeren Sicherheitsmaßnahmen, weil eben wenn Wasserstoff oder Sauerstoff irgendwo eine Leckage wäre, dann würde diese Haube das einfach absaugen. Also da sind entsprechende Sensoren verbaut, die eben vom TÜV her vollkommen ausreichend waren, um diese Anlage in diese bestehende Halle zu installieren. Natürlich braucht man in Deutschland eine Genehmigung, in dem Fall eine BIMSCH-Genehmigung. Auch die war nicht ganz so einfach, weil es die erste Anlage in Bayern zumindest war. Und das zieht sich natürlich, bis man da Genehmigungen bekommt. Aber auch da, muss ich sagen, hat die Politik bei uns, und das muss ich dazu sagen, immer großen Rückhalt. Also die haben gesagt, okay, wenn es halt 3 Jahre dauert, dauert es 3 Jahre, haben wir halt das dreijährige Risiko. Aber letztendlich wurde die Anlage dann auch genehmigt. Hier sieht man die Grundkonzeption, eben hier der Elektrolyseur, Wasseraufbereitung, die Gasübergabestation. Wir speisen 5% ins Erdgasnetz ein aktuell. Und hier ist ein Tank, der eben bis zu 1750 Normkubikmeter Wasserstoff aufnehmen kann und dann natürlich immer wieder zur Verfügung stellen kann für das Netz, also diese 5% beziehungsweise für unser BHKW, das wir dann auch mit 100% Wasserstoff betreiben können. Hier links sieht man mal die Einspeiseanlage, also hier kommt Methan rein, hinten die kleinste Leitung, die da reinkommt, ist der Wasserstoff, dann werden eben diese 5% beigemischt und dann geht alles, was in die Innenstadt nach Haßfurt geht, mit diesem Gemisch 5% Wasserstoff und 95% Methan in die Haushalte rein und hat da auch keinerlei Probleme. DVGW würde ja 10% zulassen, aber leider das Eichamt noch nicht, weil die Zähler dafür nicht geeicht sind. Die dürfen nur für 5%. Haben die ein Zertifikat. Auch das eine Sache. Auch der Zählerhersteller sagt, das war überhaupt kein Problem, aber wir haben halt damals nur für 5% beantragt. Also der könnte die 10% auch. Also in dieser Station ist eben diese Einspeiseanlage. Ja, und dann hat es ja von damals, 2016, wenn wir die Anlage in Betrieb genommen haben, immer, ja, Wasserstoff, kleinstes Molekül, geht überall raus, kommt nicht dort an, wo es hin muss. Auch das, denke ich, mittlerweile ein Märchen, also im Niederdrucknetz, gibt es da keine Probleme. Wir haben auch Messungen gemacht, eben mit der OTH, mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule zusammen. Haben hier ganz normale Gasschieber zugedreht und haben dann auch hier keinen Wasserstoff messen können. Also auch mit ganz normalen Ausrüstungen oder Erdgastechnik kann man eben hier den Wasserstoff ohne Probleme mit betreiben. Mittlerweile, wie gesagt, sind die Erkenntnisse viel weiter. Die IVGW hat ja sämtliche Gasleitungen da auch freigegeben, die im Erdgasbetrieb eben zugelassen sind. Hier ist der Tank. Wie gesagt, würde 55.000 Liter Wasser aufnehmen können und bei 35 Bar Druck, das ist der Anlagendruck der Anlage, sind da eben 1750 Normkubikmeter, so 150 Kilogramm Wasserstoff drin. Was wir noch nicht nutzen, ist der Sauerstoff, der wird jetzt eben über diesen
Das blaue Teil ist ein Schalldämpfer, damit es auch möglichst leise ist, weil das mitten in der Wohnbebauung ist, die Anlage. Und hier wird eben der Sauerstoff in die Atmosphäre noch abgegeben. Liegt daran, weil natürlich nicht allzu viel Produktion stattfindet, weil wir immer diese günstigen Zeitpunkte natürlich abwarten müssen. Ja, Preis war Ende letzten Jahres sehr interessant, der Wasserstoffpreis. Da war der Erdgaspreis eben auch in der Größenordnung war, wo man nie erwartet hätte, aber auch zur langfristigen Prognosen, eben wenn entsprechend 65% oder 80% erneuerbare Energien im Netz sind, weil immer dann wird natürlich Energie günstig, wenn Sonne und Wind da ist und dann kann man eben die Elektrolyseure auch viel länger laufen lassen und kann einigermaßen ja, auskömmliche Preise auch erzielen, vor allen Dingen, wenn Anlagen mal abfinanziert sind. Ja, so sieht unsere Überwachung aus, unser Dashboard, also hier die Anlage hat 1,25 MW Strom aufgenommen und dann der Druck war zu dem Zeitpunkt 17,8 Bar und 234 Normkubikmeter pro Stunde würden wir eben bei diesen 1,25 MW elektrischen Strom kann man da erzeugen. Hier sehen Sie immer die B- und Entladung des Tanks, natürlich immer so, dass man möglichst viel Wasserstoff ins Netz einspeisen kann und es ist jetzt so über eine Zeitreihe von ja, 4 Monaten. Und hier sieht man so eine Testfahrt mal, ne? Dann fährt eben die Anlage auf verschiedene Leistungsbereiche und liefert dann eben entsprechende Mengen an Wasserstoff. Ja, so vom Grundprinzip her, wie gesagt, hier den Sauerstoff wollen wir noch eine Sauerstoffleitung mal legen zur Kläranlage, weil man die natürlich den Sauerstoff natürlich gut in so einer Kläranlage auch brauchen kann. Und dann, wie gesagt, kann man auch beides nutzen, Wasserstoff und Sauerstoff. Und auch die 10% wollen wir natürlich so bald wie möglich anstreben, wenn uns das Eichamt das mal freigibt. Ja, so sieht das BHKW aus, also ganz normales BHKW in einem Container. Hier mit den entsprechenden Kühlungen auch, weil wir natürlich bei einem Testbetrieb auch die Wärme abführen müssten oder mussten. Und mittlerweile, wie gesagt, ist es im Dauerbetrieb und dann werden diese Nebenanlagen ja auch gar nichts mehr gebraucht, weil wir eben die Wärme in eine Waldorfschule schicken. Ja, es wurde auch mal Wasserstoff-BHKW des Jahres 2019. Andere Anlagen noch, in Schweinfurt gibt es die Firma Senatec, ich denke, ein Kollege ist heute da, auch der DAX läuft mit 100% Wasserstoff und auch das ist eine Anwendung, die schon funktioniert, bei der OTH Amberg im Einsatz und Frage der Zeit, bis es mal dann zu uns an den Standort wechselt und dann eben im Dauerbetrieb mit Wasserstoff laufen kann. Hier diese Schule, hier eine Wärmeleitung, die verlegt worden ist und wie gesagt, so ist das in die Praxis integriert. Wir haben auch mit dem Professor Wasserscheid noch ein Projekt, wo wir eben diese 5%, die wir einspeisen, an beliebiger Stelle wieder rausnehmen können, um eben das Erdgasnetz auch als Transportnetz für Wasserstoff zu nutzen, solange es eben keine 100% Wasserstoff sind. Und das ist auch technisch möglich. Und wie gesagt, und da könnte man dann wieder eine Brennstoffzelle mit 100% Wasserstoff betreiben. Auch da so eine Möglichkeit. Also in Bamberg nicht nur Brauereien, sondern auch Brennstoffzellen werden da gefertigt in Bamberg bei der Firma Bosch. Einmal für Fahrzeuge, einmal für stationäre Anwendungen. Und diese Anlagen haben 10 kW elektrisch und 3 kW thermisch und einen Wirkungsgrad einen elektrischen von 60% und nochmal 25% Wärme, sodass man insgesamt dann auf 85% kommt. Neben Brennstoffzellen hier einen im Live-Betrieb in Bamberg, werden auch demnächst Elektrolyseure gebaut in Bamberg. Auch das für uns interessant, dass man in der Nähe jemanden hat, der auch eine Elektrolyse uns zur Verfügung stellen kann. Die hat übrigens auch 1,25 MW und die hat 125 kW elektrische Aufnahmeleistung. Auch ganz normale Thermen gibt es als Wärmepumpen, also es gibt ja die Erdgaswärmepumpe, die gibt es natürlich dann auch mit Wasserstoff. Auch das für die ganz kalten Monate, für größere Gebäude, für ältere Gebäude sicherlich eine mögliche Alternative. Auch da haben wir einen kleinen Forschungsbeitrag geleistet,
um eben so eine Anlage zu entwickeln. Größere gibt es auch mittlerweile, also mit 400 kW elektrischer Leistung für Gewerbebetriebe. Auch da, wie gesagt, die Entwicklung geht weiter. In Haßfurt startet demnächst auch ein Flugzeug mit einer Brennstoffzelle, mit Wasserstoff. Also wurde auch dieser Preis gewonnen in dem Jahr. Und im September hebt er ab in Haßfurt mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Ein Schiff wollen wir auch umrüsten. Auch das ist von der Fachhochschule in Schweinfurt geprüft worden. Ist es interessanter, einen E-Antrieb reinzubauen oder eine Wasserstoff-Brennstoffzelle? Ist so ein internationaler Studiengang, der das untersucht. HPS kennt man hier in Berlin, denke ich, die Home Power Solutions. Ja, die Wirkungsgrade, ich denke, so viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Mir ist schon eine Karte gezeigt, wann ich soll mich beeilen. Eine völlig andere Technik, die will sie nur mal erwähnen, ist ein Stülpmembranspeicher. Auch da, wer dazu Informationen möchte, kann gern mal bei uns vorbeischauen. Da gibt es nämlich eine Professur in Nürnberg, die eben einen Speicher baut, der ähnlich wie ein Pumpspeicherwerk funktioniert, nur alles auf einer Fläche. Und um in Haßfurt eben nie mehr Energie von außen beziehen zu müssen und die Überschussenergie nicht ins übergelagerte Netz einzuspeisen, müsste der 120 Meter Durchmesser haben und 400 Meter Tiefe. Und dann bräuchte man nie mehr Strom von außen oder Energie von außen. Ja, das aber nur als kleiner Kiefer wäre ich hinten raus noch. Ansonsten später haben wir ja noch eine kurze Diskussion. Da wäre ich erstmal am Ende. Vielen Dank. Erstmal ganz herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, hört man das? Ja, okay. Ganz herzlichen Dank, Herr Zösch, für die sehr spannenden Ausführungen. Wir diskutieren alle drei Vorträge, die wir heute hören, gleich nochmal zusammen. Aber gibt es eine ganz drängende Frage, die Sie ganz schnell stellen müssen? Dann die eine Frage. Bitte sich kurz vorstellen und die Frage möglichst kurz. Henry Reese vom französischen Verein Energy Francorchamps. Der Professor Bieber von der HAW Hamburg, Bergedorf, der ist ja leider im Frühjahr verstorben, aber vor der Pandemie bei einer Besichtigung hat er mir gesagt, Power to Gas, technisch kriegen die es in den Griff, aber es wäre steuerlich ein Problem. Einmal, wenn man es produziert und wieder einspeist, muss man zweimal Steuer bezahlen und deswegen würde es sich nicht rechnen. Haben Sie diese Steuerthematik in den Griff bekommen? Also die Steuerthematik ist das geringste Problem. Okay, gut. Also, was Herr Weber macht, da braucht man Politiker dazu, die mal was Vernünftiges machen. Okay, dann konnten wir die Frage schnell klären. Dann nochmal herzlichen Dank und wir sehen Sie gleich wieder. Und ich darf den nächsten Referenten auf die Bühne bitten, und zwar den Herrn Dr. Arndt Behr, Leiter Politikverbände im Bereich Unternehmensentwicklung und Kommunikation bei der Gelsenwasser AG, einem doch größeren regionalen Energieversorger, Wasserversorgung, Gasversorgung, Energie, und Ihr Blick auf ein Projekt in Linnich, die Wärmeinsel in Linnich. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, danke schön. Verstehen Sie mich? Ja. Ich versuche die Zeit ein bisschen aufzuholen. Ich hätte das auch hätte gerne noch auch weiter zugehört. Ich finde, der Erzeugungsbereich ist ein sehr spannender und ist sicherlich eines der Themen, mit dem wir uns bei diesem ganzen Komplex Wasserstoff befassen. Ich habe mir einen anderen Bereich jetzt mal ausgesucht und das ist sicherlich insofern auch eine ganz gute Zusammenstellung an Themen, die wir so haben. Ja, die Gelsenwasser AG ist gerade beschrieben worden, ist sicherlich ein größeres kommunales Unternehmen, gehört zwei großen Stadtwerken im Ruhrgebiet, den Stadtwerken in Dortmund und den Stadtwerken in Bochum und einigen weiteren Kommunen. Und die Ausprägung sehen Sie hier deswegen auf dieser Karte. Kernbereich ist natürlich das Ruhrgebiet, also eher größere Städte, hunderttausende Einwohnerstädte und mehr. Wir haben aber auch die Versorgung für Bereiche des Niederrheins auf der linken Seite, für die nicht so kundigen von Nordrhein-Westfalen an der holländischen Grenze. Und auf der rechten Seite in Ostwestfalen einige Kommunen, die schon seit langer Zeit von uns versorgt werden. Und das Münsterland, was links daneben, also westlich verortet ist. Das erwähne ich deswegen, weil wir eine sehr unterschiedliche Klientel haben oder sehr unterschiedliche Kunden für uns. Sowohl die Kommunen selber
als auch die Menschen, die in diesen Kommunen leben. Wir haben sehr wohlhabende Regionen und wir haben natürlich Regionen im Ruhrgebiet, die bekanntermaßen aufgrund des Kohleausstiegs doch eine schwierige Phase der Transformation hinter sich haben. Diese Farben sind etwas verwirrend hier auf dem Gebiet. Es ist so, dass wir eigentlich in fast allen dieser Kommunen die Wasserversorgung verantworten und in noch mehr Kommunen, historisch gewachsen, die Erdgasversorgung. Wir haben auch 14 Stromnetze mittlerweile, Tendenz wachsend, auch weil natürlich die Reise in Richtung Strom geht, auch gerade im Wärmebereich es genauso ist, wie der Kollege auch gerade beschrieben hat, dass es sicherlich langfristig sehr viele Bereiche, gerade Neubaugebiete geben wird, die primär über Strom auch ihre Wärme erhalten werden. Ich glaube, dass das aber nur eine Lösung ist von verschiedenen, die im Moment angeboten werden und die auch, wie ich das richtig verstehe, mittlerweile hier in Berlin sehr kontrovers diskutiert werden. Wir haben versucht, ein Projekt mal aufzuziehen, was aus dem Bereich der Gasnetze kommt. Wir haben 52 Gasverteilnetze und wir haben überlegt, okay, was können wir machen und wie ist eigentlich unsere Rolle in diesem ganzen Spiel der Transformation, die natürlich für uns alle irgendwo dasteht. Jetzt habe ich gerade dieses wunderbare Zitat gesehen. Natürlich ist es so, man könnte warten. Wir hätten natürlich auch ein paar wirtschaftliche Themen und hätten auch die Möglichkeit, sicherlich abzuwarten auf politische Entscheidungen. Aber wir haben uns bewusst entschieden, dass wir alles das vorbereiten wollen, was wir können, was in unserer Hand liegt. Es gibt ein paar Themen, die schlicht nicht in unserer Hand liegen, auch wenn wir breit aufgestellt sind. Ganz unten an der Ecke, die Sie dort sehen, die blauen Flecken, ist eine Betriebsdirektion in Linnich bei uns. Betriebsdirektionen sind immer die Orte, wo man sich aus betrieblichen Gründen entschieden hat, da muss eine Niederlassung sein. Da müssen also Menschen von Gelsenwasser auch möglichst idealerweise in der Nähe wohnen, vor allem aber müssen sie dort auflaufen und dort arbeiten. Meistens hat das Versorgungsgründe, technische Gründe. Wenn Ausfälle sind, muss man bis 20, 30 Minuten, je nach Hierarchieebene, muss man in der Nähe sein. Linnich ist ein bisschen außergewöhnlich, weil es nicht gerade Kerngebiet ist von Gelsenwasser. Er hat aber ein paar Voraussetzungen, durch die sich die ganze Frage der Wasserstoffversorgung eignet. Das ist ein Projektplan für die Wasserstoffwärmeinsel Linnich. Wir haben auch Ideen zur Beimischung, wie das gerade gefallen worden ist. Ich glaube, dass das auch ein relativ intelligenter Weg wäre, die gesamte Transformation weiter zu begleiten, auch wenn es da viele, viele offene Fragen gibt. Aber wir haben uns entschieden, mal zu versuchen, was passiert eigentlich, wenn wir 100% Wasserstoffversorgung angehen. Ist es so, dass wir tatsächlich unsere Gasnetze weitestgehend nutzen können, wie viele unserer Techniker eigentlich schon immer der Auffassung waren, mit einigen Baustellen, die ich auch noch beschreiben kann? Oder ist es so, dass wir tatsächlich Schwierigkeiten damit haben, dass wir größere Themen haben und dass wir in Richtung Neubau gehen würden? Am Ende ist es eine Frage, also ist das nicht die einzige Frage technisch, ob man dann auf diesem Weg geht, aber natürlich spielt es schon eine Rolle, ob wir diese Infrastruktur, die wir haben, nutzen könnten für die Transformation oder ob wir selbst uns schon vor einigen Jahren dann hätten eingestehen müssen, dass es im Grunde keinen Sinn macht, weil es macht technisch dann keinen Sinn, auf etwas zu setzen, was nicht funktioniert, und dann schon unsere eigenen Schlüsse zu ziehen dafür. In diesem Projekt ist also Idee Einspeisung von 100% Wasserstoff und Test der Netze und Test der Betriebsabläufe über 1,5 Jahre, vielleicht 2, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Ergebnisse so sind, aber wirklich ein Intensivtest vor Ort, mal zu sehen, wo sind Baustellen dazu. Das teilt man dann in Projektphasen ein. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns entschieden haben, denn auch wenn wir ein bisschen größer sind, können wir natürlich auch über Projekte, die schon sechsstellig sind im Bereich, und da macht man sicherlich kein Geld mit so einem Projekt, das ist im Grunde alles eine Wette in die Zukunft, müssen wir auch entscheiden, ist es das wert, macht das Sinn oder macht es nicht, gibt es sowas schon am Markt, können wir das irgendwo anders abgucken, wie man das ja auch gerne macht. Wir waren der Auffassung, das gibt es nicht, und wir haben dann irgendwann entschieden, wir machen das.
Der Standort ist entschieden worden hier, das ist der Bereich der Projektinitiierung, das ist Linnig, insbesondere weil dort viele Kunden auch drumherum sind, die sich ganz gut eignen, um vielleicht in eine Phase 2 zu gehen. Und weil wir dort alles selbst in der Hand haben in dieser Stelle. Wir machen ganz gerne Projekte in der Art und Weise, dass wir nicht ganz viele Abstimmungen machen müssen. Das können wir zwar auch aufgrund der Historie mit der kommunalen Verflechtung, aber für so ein Projekt ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man selber die Entscheidungen treffen kann und wenn man dann schneller vorankommt. Planungsphase, Konzept ist klar. Man muss sich die Teile angucken in der Kette, die man so einschätzt, dass sie geeignet wären für Wasserstoff, ohne das schon genau zu wissen. Und man guckt sich die Teile an, die kritisch sein könnten. Ganz wichtig ist der Vorbereitungsteil Sicherheitskonzept. Die Techniker hier im Raum wissen, dass das ein ganz großes, wichtiges Thema ist. Bei allem, bei Gas wie bei Strom auch. Und natürlich auch bei Wasserstoff, weil Wasserstoff auch seine Tücken hat. Wird ein Konzept aufgestellt, haben wir eine Separierung gemacht zu der Versorgung, die gleich da ist. Sieht man aber auf dem anderen Bild, glaube ich, noch ein bisschen besser. Umsetzung ist jetzt eigentlich die Endphase gewesen. Das ist, hat auch ein bisschen was mit Komponenten zu tun, auf die wir gewartet haben. Zeige ich auch gleich. Wasserstoffgeräte im Endkundenmarkt gibt es noch nicht viele auf dem Markt. Und da hat es zu Verzögerungen geführt. Wir haben aber jetzt letztendlich im Dezember letzten Jahres die Inbetriebnahme gestartet. Seitdem läuft die Wasserstoffwärmeinsel Linnig. Das klingt größer, als es ist. Am Ende sind es drei Gebäude, zwei richtig relevante Gebäude dafür. Sie sehen hier unten links das Betriebsgebäude. Da sind die Büros eingerichtet. Das ist ein ehemaliges Wohnhaus gewesen, also vielleicht auch ganz interessant von der Konstruktion her. Und rechts auf der Seite ist eine größere Fahrzeughalle, in der eben Werkzeug aufbewahrt wird, in der gearbeitet wird und der insbesondere die Fahrzeuge auch sind, in der Werkshalle. Diese beiden Gebäude werden seit Dezember mit 100% Wasserstoff versorgt. In der Mitte ist der Bereich, in dem die Flaschenbündel aufgestellt sind. Denn es gibt in dieser Region schlicht keinen grünen Wasserstoff. Man müsste ihn erzeugen über ein so tolles Projekt, wie es der Kollege gerade geschildert hat. Planen wir an anderer Stelle. Hier wäre es dafür zu viel gewesen für uns. Wir können nicht mehrere Baustellen gleichzeitig aufmachen, sodass wir uns entschieden haben, das über Flaschen zu machen, wissend, dass das natürlich nicht der Endweg ist, der Sinn macht. Wir brauchen für so eine Transformation, wenn man sich auch entscheidet, dass man die Wasserstofflösung zulässt, natürlich grünen Wasserstoff. Ich persönlich glaube nicht, dass 100% über die eigene Erzeugung kommen wird. Ich glaube, wenn das überhaupt passiert, wird ein Großteil über Transport kommen. Und die Transportinfrastruktur, die ist hier schon vorhanden. Logischerweise, weil über die Betriebsdirektion die ganze Umgebung mit Gas versorgt wird. Sonst wäre das ja schlicht nicht möglich. Hier rechts oben in der Ecke ist ein Versuchsstand eingebaut. Wir haben also einfach ein Erdloch gemacht, wo wir die Leitung mit verschiedenen Messstellen vorgesehen haben. An dieser Stelle kann man ganz gut was zeigen. Man kann aber auch einfacher Messungen machen, als wir es im Gas vorher machen, weil wir natürlich technische Werte rausfinden müssen und weil wir so oft wie möglich an dieses Netz rangehen. Deswegen sind da ein paar Themen eingebaut, wie Versuchsstand. Links vielleicht noch ganz interessant, Netztrennung. Das ist eben das, was ich mit Sicherheitskonzept meinte. Wir haben uns entschieden, keine redundante Leitung aufzubauen, wie das parallele Projekte machen. Es gibt ein ähnliches Projekt eines Mitbewerbers, der sich entschieden hat, eine redundante Leitung aufzubauen zur Sicherheit. Wir machen das so, dass wir im Zweifelsfall, wenn es Schwierigkeiten geben würde, relativ schnell auch wieder, also wir würden das kappen und würden dann auf Gas wieder umstellen. Wir gehen nicht davon aus, dass es notwendig ist. Aber es muss natürlich schon sein, sonst ist es kein Testprojekt, dass man vorbereitet ist auf Eventualitäten. Am Ende der Leitung sind zwei Brennwertgeräte des Herstellers Remea. Den kann man auch nennen, das ist ja auch alles öffentlich. Es ist nicht der einzige
Hersteller, auch eine Fissmann ist natürlich dran und hat da schon Geräte, die sehr weit sind. Der Fall Fissmann will ich jetzt nicht kommentieren. Remea, vielleicht machen wir es gleich. Der Remea ist kein deutscher Hersteller, ist aber einer, der eine Niederlassung hat um die Ecke. Die haben sich als die Besten in dem Fall erwiesen. Und wir haben zwei Geräte abbekommen von einem großen Mitbewerber, der deutlich mehr bestellt hat. Es ist ganz spannend. Das ist ein Forschungsthema für die, noch mehr oder weniger. Also die haben die aufgestellt. Wir haben die nicht gekauft. Die verkaufen die nicht, sondern das ist so eine Art Miete. Wir dürfen aber auch nicht ran an die Geräte. Also die sind verblombt letztendlich. Und wenn da irgendwas auftaucht, dann wird das, es wird digital ausgelesen von Italien aus. Und wenn Schwierigkeiten da sind, dann poppt das dort auf und dann kommen die selbst und gehen an die Geräte ran. Funktioniert nicht immer ganz hundertprozentig, ehrlich gesagt. Da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben technisch. Die zwei italienischen Techniker waren da zwei Tage vor der Inbetriebnahme. Die wollten selbst mal sehen, wie ihre Geräte so laufen. Haben wir denen das gezeigt. Hier hängt der eine, da im Keller hängt das andere. Das war ganz witzig. Seitdem machen sie das aber eigentlich von Italien aus. Ja, funktioniert. Also ist 100% Wasserstoff, ist natürlich auch eine Lösung, die noch deutlich optimiert werden kann, das zu nutzen, aber ist ein Brennwertkessel. Also wir wissen alles, was das für Vor- und Nachteile hat, Wasserstoff hier zu verwenden. Ja, wir machen Linig natürlich schon auch ein Stück weit, um das, was wir zeigen, auch einzubringen in die ganze Diskussion um die Wärmewende, die ja, glaube ich, die letzten zwei Tage schon die meisten der Podien so beherrscht hat. Weil wir schon der Auffassung sind, das wird funktionieren und weil wir schon daran glauben, dass das eine Variante ist, die im bestehenden Gasnetz wert ist, verfolgt zu werden. Ja, mit Blick auf das, was jetzt die Tage kommen mag oder nicht kommen mag, in so Gesetzen wie dem Gebäudeenergiegesetz, ist uns das schon wichtig, parallel zum Test auch zu zeigen und ganz transparent Leute da dahin zu lassen, damit sie sich angucken können, wie kann sowas funktionieren und wo sind die Grenzen bei sowas. Wir hatten im Dezember dann das Glück, unsere Wirtschaftsministerin mit dabei zu haben, Mona Neubauer von den Grünen, ist nach Linig gekommen, fanden wir super, das ist schon ein Stück. Es liegt schon so ein bisschen außerhalb im Rheinischen Revier, wo auch viel mit Wasserstoff passiert, wie Sie sicherlich alle wissen, über den Strukturwandel. Das Rheinische Revier hat sehr starken Braunkohletagebau und hat riesige Themen dort. Deswegen passiert aber in der Ecke eigentlich auch relativ viel. Wir haben da Führung gemacht, die Bürgermeisterin war da, die ein großer Fan von der Aktivität ist an sich, natürlich, dass es bei sich gemacht wird, ist in der Nähe von Jülich, die ja für das Wasserstoffthema auch eine große Rolle spielen, PTJ. Und ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Ein paar Leute aus dem Landtag von uns waren da. Und man findet schon auch einiges zu der Insel jetzt mittlerweile, wenn man sich dafür interessiert. Ja, was kann man jetzt sagen schon im Mai haben wir jetzt, die letzten ersten fünf Monate sind also im Grunde rum. Es ist spektakulär. Es ist wie nichts passiert. Es ist weder was in die Luft gegangen, noch ist groß was diffundiert, noch sind irgendwelche Dinge zusammengestürzt oder verbrannt oder ähnliches. Und das ist natürlich gut für uns. Aber es ist natürlich so, dass dann dadurch es was Gutes ist, dass da im Grunde nichts passiert. Das Personal, das da ist, also wir stellen ja keine Wasserstoffleute ein oder so, das ist ja, also auch die Zahlen kommen jetzt ein bisschen groß rüber, am Ende hängt das an wenigen Leuten. Linig, ich glaube, da sind 4 Personen fest angestellt und wenn dort der Landrat des Kreises Düren kommt oder so, dass der das besucht, dann fahre ich da runter und der Projektleiter, der Manuel Behlke, der auf dem unteren Bild ist, ein junger Kerl, der in Essen auch wohnt, und wir fahren dann runter und bespielen das. Also das ist alles auf ganz wenig Schultern. Und das sind natürlich die ganz normalen Mitarbeiter, die seit 20, 30 Jahren Gas machen. Die gucken sich das alles an. Die begleiten diese ganze Umstellung. Die gucken vor allem auf die Betriebsabläufe. Müssen wir mehr dahin gehen? Müssen wir an anderen Stellen hingehen?
Also ich selber bin Jurist, das ist ein bisschen dünnes Eis für mich. Aber wenn das er so beschreibt, das ist ja für die wichtig, die festen Abläufe dort zu halten. Und da gibt es wohl schon wahrscheinlich, Stand jetzt, ein paar Umstellungen, die man dann machen müsste. Aber es ist mit demselben Personal machbar und die Leitungen sind absolut dicht. Das ist eine Leitung, wie sie die meisten eigentlich haben. Wir haben ja keinen Stahl eigentlich in dem Bereich, in der Dicke, also ganz normale Niederdruckleitung aus den 90er Jahren bei uns, wo in Deutschland nach meiner Kenntnis die meisten Gasleitungen so angebaut worden sind. Das ist so die ein bisschen Ende der Hochphase, die es so gegeben hat. Also alle bezahlt, Herr Zösch nicht abgeschrieben, ja, anderes Thema, wenn wir über Regulierung und Rückbau und solche Sachen diskutieren hier. Aber sicherlich alles schon eingeschwungen und feststehend, 30 Jahre etwa, und funktioniert wunderbar. Die Brennwertgeräte, wie gesagt, sind Thema für sich. Aber bei den anderen Dingen sind wir eigentlich sehr zuversichtlich. Wasserstoff selber ist natürlich eine teure Geschichte auf die Art und Weise, wie es jetzt ist. Muss man eine ehrliche Debatte auch, glaube ich, führen. Ich glaube, auch bei Strom ist das alles andere als einfach. Aber natürlich ist eine Versorgung über ein Flaschenbündel nichts, womit man jetzt tatsächlich so eine Wärme herstellen könnte, wie sie jetzt hier oben auch ist. Sodass man natürlich darauf angewiesen sein wird, dass es einen Markthochlauf gibt. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Was interessant ist für uns jetzt vielleicht perspektivisch nach außen gedacht, wenn wir jetzt sagen, das wird funktionieren, mal davon ausgehen, es sind in den nächsten 12 Monaten viele Lokalpolitiker gekommen. Wir sind uns einig, dass das stabil genug ist, dass wir das auch anderen anbieten könnten. Dann gibt es in Linnich 6 Kunden drumherum, die über Erdgas versorgt werden, die sich natürlich so langsam, bisschen im Nachgang, aber so langsam auch selber die Frage stellen, was machen wir eigentlich, wenn 2045 klimaneutral werden muss. Die haben jetzt gehört, über den CO2-Preis kommen solche Themen natürlich, auch schon vor dem Russlandkrieg im Übrigen. Und die haben schon so erste Signale gezeigt, dass sie bereit wären, grundsätzlich über eine Umstellung auf Wasserstoff nachzudenken. Das ist natürlich ein wirtschaftliches Delta, muss man lösen alles noch, ist ein bisschen früh zu sagen. Aber da gäbe es ganz gute Voraussetzungen, um so eine Art Inselvergrößerung aufzubauen. Weil wenn man eine 100% Versorgung macht, dann muss man natürlich auch eine ziemlich autarke Insel aufbauen. Sonst funktioniert das natürlich nicht, so wie das bei einer Beimischung der Fall wäre. Wir haben ein großes Interesse daran, auch eine Lösung zu finden für die Kunden, wie auch immer die aussieht. Denn wir haben auch einen relativ hohen Anteil Prozessgas bei uns im Netz. Deswegen habe ich das recht aufgeführt. Ich glaube, es wird manchmal so ein bisschen verkannt, dass wir bei dem Thema Verteilnetze nicht nur über Haushaltswärme sprechen. Das ist ein zentraler Bereich, keine Frage. Aber wir haben bei uns einen Anteil, wie gesagt, ich habe hier rechts abgebildet, insgesamt 14% von mittleren, großen Unternehmen, kleineren Unternehmen bis Bäckereien hin, die über Gas ihre Prozesse machen, die also das, was sie tun, über Gas machen können. Und die sind natürlich im selben Netz. Die sind nicht isolierbar. Da sind keine eigenen Leitungen hinzulegen und da ist auch keine ThyssenKrupp, die ich jetzt gestern noch getroffen habe, die natürlich ganz anders unterwegs sind bei dem Thema, die in einer großen Leitung denken und ganz hohen Qualitätsstufen. Das ist eine andere Welt als das, in der wir uns als Kommunale bewegen. Funktioniert ganz anders. Und wenn wir eine Lösung brauchen, dann muss die stabil sein für alle. Und dann muss die auch bezahlbar sein für alle. Und dann muss die für alle Anwendungsfälle funktionieren. Das ist, ich will jetzt keinem zu nahe treten, auch von der OGE und anderen, aber das ist viel komplizierter als diese reine Umstellung auf eine Qualität und auf eine Leitung. Das vielleicht dazu. Wenn Sie Interesse haben an der Insel, kommen Sie gerne vorbei. Wie gesagt, dann der Kollege Behlke und ich oder jemand anders setzt sich ins Auto und zeigen Ihnen das gerne. Dafür ist es unter anderem auch gedacht. Und freue mich auf die Diskussion.
Ganz herzlichen Dank, lieber Arndt Behr. Wie gesagt, wir diskutieren gleich noch, aber gibt es auch hier eine Frage, die Sie dringend stellen wollen, bevor wir nachher in die Diskussionsrunde gehen? Das hast du, glaube ich, erstmal prima vermittelt. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns in Kürze hier auf der Bühne wieder. Und ich darf überleiten zum nächsten Vortrag und begrüße sehr, sehr herzlich Herrn Timo Wenrich von der Thüger AG. Und auch Herr Wenrich wird uns ein ganz konkretes Projekt vorstellen, was die Thüger gemeinsam mit der Energieversorgung Südbayern realisiert, was auch öffentlich gefördert ist, was auch Forschung noch beinhaltet, aber eben auch konkretes Tun. Und es findet in einem Ort in Bayern statt. Und was es alles damit auf sich hat, wird Herr Wenrich uns jetzt erläutern. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich darf hier heute dieses Projekt H2 Direkt vorstellen. Mal ganz kurz zu dieser Projektlandschaft rund um H2 Direkt. H2 Direkt ist, wie Sie es angesprochen hatten, ein Gemeinschaftsprojekt der Thüger AG, der Energie Südbayern und des Netzbetreibers der Energienetze Bayern. Vielleicht ganz kurz zu diesem gesellschaftlichen Geflecht. Die Thüger ist ein Unternehmen, das deutschlandweit an etwas mehr als oder in etwa 100 Stadtwerken beteiligt ist. Eins davon oder einer dieser Energieversorger aus der Thüger Gruppe ist die Energie Südbayern. Und die Energienetze Bayern wiederum sind die Netzbetreibertochter der Energie Südbayern. Genau, insgesamt ist dieses Projekt eingebettet in die sogenannte Wasserstoffrepublik Deutschland. Das ist ein großes Förderprogramm mit insgesamt 700 Millionen Euro Fördervolumen. Und das ist unterteilt in drei große Leitprojekte. Also gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zum einen H2 Giga, wo es um die Serienfertigung von Elektrolyseuren geht. Dann Transheid. Transheid ist auch das Projekt, wo wir uns befinden, wo es um den Transport und die Verteilung von Wasserstoff geht. Und zuletzt noch H2 Mare, wo der Fokus auf der Offshore-Erzeugung von Wasserstoff liegt. Genau, wir in Transheid gibt es wiederum ein paar Unterprojekte, unter anderem den Projektverbund Sichere Infrastruktur, der sich mit der sicheren Infrastruktur, der Gasverteilung und des Transports beschäftigt. Und davon sind wir als H2 Direkt ein Teilprojekt, aber durchaus ein Teilprojekt mit großem Leuchtturmcharakter, weil wir sind wirklich, wir sind offiziell ein Forschungsprojekt, aber wir sind wirklich in der Realität. Das heißt, wir stellen ein Erdgasverteilnetz mit etwa 10 oder mit genau 10 privaten Endkunden und einem Gewerbekunden auf 100% Wasserstoff um. Also wirklich Teil der öffentlichen Gasversorgung. Und das Ziel ist einfach zu zeigen und zu demonstrieren, jawohl, unsere Erdgasverteilnetze sind auch wasserstofftauglich. Wir wollen die Zukunftsfähigkeit und somit die Wasserstofftauglichkeit der Gasverteilnetze demonstrieren. Meine Vorredner, der Herr Dr. Behr vor allem hat es angesprochen, in der Zukunft wird es Wasserstoff geben. Es wird mehr und mehr Wasserstoff geben, ob der dann regional erzeugt wird in Deutschland oder wie viel auch importiert wird, das wird sich zeigen. Aber wichtig ist, die Verteilnetze können den Wasserstoff zu den Endkunden bringen, weil es sind nicht nur private Endkunden an den Verteilnetzen, sondern auch sehr, sehr viele Gewerbe- und Industriebetriebe. Genau. Ob dann tatsächlich für Haushaltskunden am Ende Wasserstoff übrig bleibt, das wird die Zukunft zeigen, aber wir wollen auf jeden Fall darauf vorbereitet sein und mit diesem Pilotprojekt einfach demonstrieren, jawohl, 100% Wasserstoff ist in unseren Erdgasverteilnetzen möglich. Genau. Zu unserem Projekt. Klar, wir haben irgendwann mal im Jahr 2021 den Fördermittelbescheid bekommen. Das war eher gegen Ende 2021, sodass wir dann zum Jahreswechsel 2021-2022 wirklich beginnen konnten. Haben dann auch mit der Konzeption des Ganzen begonnen. Die Konzeptionsphase ist jetzt im Wesentlichen abgeschlossen. Also das Jahr 2022 war so das Jahr der Konzeption. Jetzt geht es aktuell gerade an die Feldtestimplementierung, sprich Komponenten nochmal, wo es möglich ist, auszutauschen, wirklich konkrete Pläne zu machen und dann uns auch optimal vorzubereiten auf unseren Feldtest. Dieser Feldtest, der für 18 Monate angedacht und ausgelegt ist, wird im Herbst diesen Jahres beginnen. Also September, Ende September, Anfang Oktober werden wir das Verteilnetz mit den ganzen Endkunden auf 100% Wasserstoff wirklich umstellen. Genau. Und dieser Feldtest soll dann 18 Monate laufen, zwei Heizperioden mit dabei, wo wir auch wirklich dann die Erfahrungen sammeln wollen, wo funktioniert sehr gut, wo vielleicht nicht, um dann am Ende zu sagen, jawohl, wir haben 18 Monate lang demonstriert, Wasserstoffversorgung über die Erdgasverteilnetze. Genau. Und am Ende gibt es natürlich noch eine Auswertung, ist ganz klar, um eben dann
unser Fazit zu ziehen und das Projekt zu bewerten. Was ist bisher so im Kern alles geschehen? Anders als bei den Projekten, die wir auch vorher gehört haben, ist es so, dass wir wirklich mit den Endkunden sehr stark in der Kommunikation sind und die Endkunden auch wirklich den Wasserstoff ins Haus bekommen, private Endkunden. Und da ist natürlich eine wichtige Kommunikation ganz entscheidend, dass man das vorantreibt, vor Ort Kommunikation mit den Leuten spricht. Wir hatten auch eine Bürgerveranstaltung vor Ort betrieben und es ist tatsächlich so, dass an diesem Gasnetzverteilstrang mit den 10 Haushalten alle 10 Haushaltskunden, die wir haben wollten, haben wir auch gewinnen können. Da haben wir gut gepunktet mit den Argumenten, Sie können Wasserstoffpionier sein, Sie können einen großen Teil für die Energiewende vorantreiben und da haben wir gut punkten können und Gott sei Dank alle 10 Haushaltskunden gewinnen können und diese auch inzwischen, ja, alle Verträge sind unterschrieben. Genau, dann ging es darum, den Projektstandort zu fixieren. Ich komme gleich noch drauf, in welcher Gemeinde wir das durchführen. Das ist die Gemeinde Hohenwart in Oberbayern. Sehen wir gleich noch genauer. Aber nicht nur die Kommune selbst, sondern auch, wo steht dann die Einspeiseanlage, mit der Gas ins Netz kommt. Das ist alles fixiert worden. Und ja, die konkrete Planung steht an dieser Stelle auch. Dann mussten wir uns ja auch darum kümmern, wo kommt der Wasserstoff in dieses Verteilnetz überhaupt her. Wir haben einen Wasserstofflieferanten ausgewählt. Genau, und dann Thema Endgerätehersteller hatten wir auch vorher schon. Wir hatten vorher schon einige Gerätehersteller genannt. In diesem Fall haben wir mit Weiland zusammengearbeitet. Also wir haben eine Kooperation auch mit Weiland eingegangen. Weiland stellt extra für diesen Feldtest 10 Geräte zur Verfügung. Sie sind in der Entwicklung dieser Geräte sehr, sehr weit. Diese Geräte sind auch schon gebaut und abgeschlossen. Und speziell für diesen Feldtest haben wir auch eine Zertifizierung bekommen, sodass wir dort wirklich auch uns Geräte bekommen, auf die wir uns verlassen können. Genau. Und ja, wir arbeiten in diesem Projekt nicht nur alleine als Netzbetreiber und Tüger, sondern auch mit gewissen Partnern. Wir haben das Ingenieurbüro Keep It Green mit dabei und das DVGW IBI noch einen Forschungspartner. Genau. Zum Ausblick, ja, wie geht es aktuell gerade weiter? Wir sind gerade dabei, detailliert die Umstellungsschritte zu planen, also wirklich dann die Implementierungs- und Planungsphase zu schauen, dass das passt, dass dort am Tag der Umstellung oder an den Tagen der Umstellungen wirklich ein Rad ins andere greift. Weil Sie können sich vorstellen, aus dem Live-Betrieb, die ganzen Häuser werden ja aktuell mit Erdgas versorgt, die Umstellung auf Wasserstoff muss ja sehr, sehr schnell vorangehen. Da kann man jetzt sagen, ja, da nehmen wir uns jetzt 2-3 Wochen Zeit, bleibt es halt kalt bei den Haushalten, das können wir uns nicht leisten. Und darum muss das alles gut geplant sein. Und auch sehr, sehr wichtig ist das Thema Zusammenarbeit mit Behörden und Sachverständigen. Dort braucht es viele Abnahmen, gerade weil wir im Privathaushalt sind, gerade weil wir ein bestehendes Erdgasnetz umstellen, ist es sehr, sehr wichtig, diese Behörden und auch die Sachverständigen mit ins Boot zu nehmen. Und das gelingt uns aktuell recht gut. Genau, nochmal zu unserem Projektstandort. Also wir befinden uns in der Marktgemeinde Hohenwart. Das ist relativ zentral in Bayern, gelegen zwischen München und Ingolstadt, ein Stückchen weiter westlich noch Richtung Augsburg, so in diesem Dreieck. Man sieht es ja, eine typische malerische bayerische Gemeinde. Warum haben wir uns für diese Gemeinde entschieden? Zum einen, wir haben ein junges Netzgebiet mit günstiger Topologie. Sie hatten es ja vorher angesprochen, Herr Dr. Bär, wir haben halt auch bewusst geschaut, dass wir nicht allzu altes Netz haben, dass wir auch PE-Leitungen haben, das Netz ist aus dem aktuellen Jahrtausend, also war die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass dort auch die Wasserstofftauglichkeit gegeben ist. Dann ist es so, dass wir eben die Kunden vor Ort gewinnen konnten, aber was auch eine sehr, sehr wichtige Herausforderung war, ist, dass die Kommune voll dahinter steht. Also ich glaube, wenn man da politischen Gegenwind oder Ähnliches hätte, könnte man so ein Projekt sehr, sehr schwer umsetzen. In diesem Fall steht der Bürgermeister voll hinter uns, steht der Gemeinderat hinter uns und haben wir dort eben einen entsprechenden guten Hintergrund. Und vor Ort haben wir einiges durchgeführt. Wir haben diese individuellen Kundengespräche gemacht, alle Verträge sind unterschrieben und wir haben auch technische Hausschauen durchgeführt und Datenerfassungen, sodass wir ganz genau wissen, was ist in den Heizungsräumen eigentlich verbaut, wie sieht es dort aus, können die Komponenten drin bleiben oder nicht, komme ich dann gleich noch näher drauf. Genau, was haben wir eigentlich gemacht mit diesen? Ich habe gesagt, wir haben Ingenieurbüros dabei, wir haben ein Institut mit dabei. Was tun wir eigentlich mit denen zusammen? Und in so einem Projekt gilt es schon, einiges abzuarbeiten und nachzuweisen. Und so haben wir gesagt, okay, wir haben das Arbeitspaket Technisches Regelwerk. Ja, im Erdgasbereich gibt es das DVGW-Regelwerk, das für uns auch sehr zentral ist. Das ist an vielen Stellen auch schon auf Wasserstoff ummünzbar, aber noch nicht an allen. Darüber hinaus gibt es noch die Bayerische Bauordnung, Feuerstättenverordnung und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Regelwerke, an die wir uns halten müssen. Und da haben wir erstmal versucht, uns einen Überblick zu verschaffen und mit dem IBI zusammen ein Arbeitspaket zu machen, in dem wir die ganzen technischen Rechtsnormen zusammenfassen und auch darstellen, wie wir sie auch für unser Projekt brauchen. Dieses Arbeitspaket ist abgeschlossen und das Regelwerk steht. Dann haben wir die Simulation und Netzberechnung. Es ist ja so, dass Wasserstoff aufs Volumen gesehen nur ein Drittel der Energiedichte von Erdgas hat.
Dementsprechend muss man auch schauen, okay, reichen die Leitungen überhaupt noch? Wenn wir da die dreifache Menge durchschicken müssen, reicht das überhaupt noch? Und da hat die Simulation ergeben, es reicht locker. Also im Beispiel Hohenwart könnten wir noch ein Vielfaches an Kunden dranhängen. Von der Kapazität her des Netzes haben wir an dieser Stelle kein Problem. Dann gilt es natürlich, eine Einspeiseanlage zu planen, Ausschreibungen zu machen, die Einspeisung und H2-Bereitstellung wirklich vor Ort zu konkretisieren. Und dort sind auch die Arbeiten abgeschlossen. Die Einspeiseanlage ist längst geplant, ist gerade beim Anlagenbauer, wird dort auch vor Ort produziert und dann ja, im Sommer diesen Jahres auch vor Ort aufgebaut. Dann sehr interessantes Thema, gerade für die ganzen Gasnetzbetreiber. Beurteilung der Wasserstofftauglichkeit. Ich komme da gleich noch näher drauf. Es war sehr, sehr wichtig zu zeigen, was ist wasserstofftauglich oder vielleicht was ist nicht wasserstofftauglich, damit wir auch rechtzeitig noch umstellen können, wenn es notwendig wäre. Ich nehme es vorweg, wir müssen kaum etwas umstellen, aber kommen wir noch dann noch mit dazu. Und dann das Thema Messkonzept. Meine Vorredner hatten es auch angesprochen. Wasserstoffverbrauch beim Endkunden muss auch gemessen werden. Eichrechtlich ist das schon eine heikle Sache. Wir haben deswegen auch ein Messkonzept gemacht. Auch das Eichamt und LMG, das ist eine Einheit, die es in Bayern noch gibt, Landesamt für Maß und Gewicht, die dort auch mit eingebunden und haben dort auch eine Genehmigung bekommen für diesen 18-monatigen Feldtest, dass wir dort auch den Wasserstoff entsprechend messen dürfen. Genau, und dann ganz zentral das Thema Sicherheitskonzept, wo wir wirklich alle Sachen uns anschauen, wo könnten theoretisch Gefährdungen entstehen. Gibt es auch bei Erdgas, gibt es auch bei Strom. Was sind die Unterschiede zu Wasserstoff und welche Maßnahmen könnte man dagegen oder wird man dagegen machen, um solche Gefährdungen schon von vornherein entgegenzuwirken? Und da sind wir gerade noch in den letzten Überarbeitungen. Wir haben die verschiedensten Risikoanalysen durchgeführt, die abgeschlossen sind und im Konzept sind und noch in den allerletzten Stellschrauben. Aber auch da haben wir die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen. Man sieht wirklich, das Thema Konzeption ist weitgehend abgeschlossen und jetzt geht es eben in die Implementierung. Ich möchte noch etwas genauer zum Thema Wasserstofftauglichkeit der Komponenten eingehen, weil es wirklich eine interessante Sache ist. Wir unterscheiden hier in zwei Bereiche, zum einen mal das Thema Netz und das Thema TRGI, technische Richtlinie, Gasinstallation, letztendlich alles, was im Heizungsraum passiert. Und dazu haben wir uns Inventarisierungslisten gemacht, wirklich geschaut, welche Komponenten sind wo verbaut. Beim Netz war das ganz gut, weil da eine sehr, sehr gute Datengrundlage vom Netzbetreiber vorlag, sprich wir wussten ganz genau, welche Rohre sind verbaut, welche Verbindungen, welche Kugelhähne und so weiter. Bei den Haushalten sieht es etwas anders aus. Man weiß erstmal nicht, was haben die Kunden im Heizungsraum verbaut. Darum sind wir wirklich auch, oder meine Kollegen von den Energienetzen Bayern und auch von Weiland, in jeden Haushalt rein, haben sich die Heizungsräume angeschaut, jede Komponente im Detail aufgenommen von Gasströmungswächtern, Zählern, Kupferrohren, Fittingen und so weiter, um dann auch zu schauen, was ist wasserstofftauglich und was nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wie bewerten wir das Ganze eigentlich? Wir haben eine Hierarchie aufgebaut. Ideal ist immer eine Konformitätserklärung des Herstellers, was nicht immer möglich ist. Dann gibt es eine Herstellerbewertung und eine Herstellererklärung. Herstellererklärung zuerst und zu guter Letzt, wenn man gar nichts hat, eine wissenschaftliche Bewertung. Die wissenschaftliche Bewertung allein haben wir aber kaum benötigt. Also so, dass wir wirklich alle Hersteller aktiv angeschrieben haben, mit denen Kontakt aufgenommen haben und dann auch entsprechende Wasserstoffnachweise bekommen haben. Und jetzt die sehr gute Nachricht, für 35 der Komponenten oder für 25 Gruppen haben wir letztendlich in Form von Steckbriefen, was auch inzwischen dann vom Sachverständigen abgenommen wurde, gerade im Netz, haben wir die Nachweise bekommen, jawohl, die ganzen Komponenten sind alle wasserstofftauglich. Mit zwei Ausnahmen. Die zwei Ausnahmen wussten wir aber eigentlich schon vorher. Das sind zum einen die Thermen selbst, ich hatte schon angesprochen, deswegen haben wir auch die Kooperation mit Weiland eingegangen und bekommen extra 100% Wasserstoffthermen von Weiland. Und zum anderen sind auch die Gaszähler zwar an sich wasserstofftauglich, aber hier haben wir genau dieses Thema. Wir haben einen höheren Volumenstrom, weil wir eben eine geringere Energiedichte aufs Volumen gesehen haben. Drum sind für diese volumetrische Messung die aktuellen Wasserstoffzähler sagen wir, nicht richtig dimensioniert. Sie sind zwar geeignet prinzipiell auf Wasserstoff, aber nicht richtig dimensioniert. Wir müssen dementsprechend eine Nummer größer nehmen bei den Zählern. Also wir gehen von G4-Zählern auf G6-Zählern und damit hat sich das Thema soweit erledigt. Wir haben auch von der PTB, also physikalisch-technische Behörde, eine Bestätigung bekommen, dass diese Wasserstoffzähler wasserstofftauglich sind. Das Eichamt ist das Ganze mitgegangen, aber wir tauschen eben gegen eine Nummer größer entsprechend im Projekt aus. Genau, wie geht es weiter bei uns im Projekt? Es ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt im Mai, wir konkretisieren gerade den Betrieb. Wir sind in Abstimmung mit Behörden. Da sind vor allem die Energieaufsicht zu nennen, gerade wenn es ums Thema Einspeisung und so weiter geht. Aber auch gerade, was die ganzen Endkunden anbelangt, die Bau,
Behörden und Bauministerium, wo wir derzeit in intensiven Gesprächen sind und auch schon Konzepte vorgelegt haben. Wir sind da, kommen da gut weiter. Aber das ist schon alles ein Thema, wo wir auch, das wir auch aktiv bespielen müssen, um dann entsprechend die ganzen Genehmigungen zu bekommen. Sind dort aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau, ja, Anfang September wird es interessant. Da wird dann zunächst mal die Einspeiseanlage und die Bereitstellungsanlage vor Ort errichtet. Und dann gegen Ende September wird es dann spannend. Wir machen das in drei Abschnitten. Also wir können, das Netz wird derzeit, kann mit Erdgas von zwei Seiten her bespeist werden, Wasserstoff dann nur von einer Seite, aber wir können durch das in drei Abschnitte untergliedern. Wir haben uns einen ganz konkreten Plan gemacht, bei welchem Haus wir wann wie umstellen wollen, mit welchen Vertragsinstallationsunternehmen, die wir auch mit eingebunden haben. Die Sachverständigen müssen vor Ort sein. Das Netz muss gleichzeitig synchronisiert werden oder umgestellt werden auf Wasserstoff, wenn wir dann eben die Kunden umstellen. Und das Ganze geschieht Ende September. Und dann auch wieder Dichtheitsprüfungen durch Sachverständige, Abnahme und so weiter. Und da ist wirklich sehr, sehr viel zu tun. Aber wir sind auf einem guten Weg und sind sehr, sehr guter Dinge, dass wir dann Ende September wirklich auch umstellen können und dann sagen können, jawohl, wir haben ein Erdgasverteilnetz auf 100% Wasserstoff umgestellt und machen das Ganze auch wirklich mit privaten Endkunden und können so mitdemonstrieren, dass die Wasserstoff- oder die Erdgasverteilnetze wasserstofftauglich sind, um dann eben auch für Industrie oder auch für Privatkunden, wie auch immer, die Zukunft dort zu gewährleisten. Das Ganze ist natürlich auch begleitet von Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und so weiter, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, auch konsequent mit den Kunden immer in Kontakt zu bleiben, dass wir dann auch wirklich reibungslos in den Umstellbetrieb Ende September kommen. Genau, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, Ihnen ein paar Einblicke geben zu können von unserer Wasserstoffinnovation im Markt Hohenwart. Ich bin dann für Fragen offen und dann würde ich an die Frau Agricola wieder weiter übergeben. Dankeschön. Ja, auch herzlichen Dank, Herr Wenrich, für Ihre Ausführungen. Und bevor wir hier in die Diskussionsrunde gehen, die Chance, dass Sie vielleicht noch eine Nachfrage stellen können. Also Sie haben PE-Leitung im Projekt, das ist ja nicht der Standard. Also ich habe eine Stahlleitung und die Frage wird sofort sein, nicht? Also halten Sie die Stahlleitung aus, wo jeder Chemiker eben sofort lostrillert und sagt, das wird spröde und geht nicht. Wie gehen Sie damit um? Ja, also es gibt prinzipiell Stahlleitungen, es gibt PE-Leitungen, wir haben ein verschiedenes Sammelsurium. Wir haben jetzt mal in diesem Projekt mal die PE-Leitungen genommen. Der Stand der Technik ist ja auch, dass die Stahlleitungen wasserstofftauglich sind im Generellen. Wir haben jetzt aber in diesem Fall uns für ein PE-Leitungsnetz entschieden, weil wir eben das bei den Energienetzen auch Bayern überwiegend vor Ort haben. Und irgendwo muss man anfangen. Und wir konnten nicht jetzt ein kleines Gebiet nehmen, wo wir beides haben. Und in dem Fall ist es PE. Ja. Also bei uns ist auch das überwiegende PE. Also im bayerischen Raum ist auch PE-Leitung das Hauptsächliche. Gibt es auch, aber wir mussten uns für eins entscheiden. Genau. Aber das können wir gleich noch diskutieren. Gerne noch eine Frage und dann gehen wir in die große Runde. Ja, Karl Carstens von Low Carbon, Großinvestor in erneuerbare Energien. Wie kann man das Ganze begleiten? Haben Sie da einen Link, dass man das Ganze auch nachverfolgen kann? Und wer ist Ihr Wasserstofflieferant? Den haben Sie nicht genannt. Genau. Also es gibt eine Website dazu. Wir posten auch immer wieder auf den öffentlichen Kanälen wie LinkedIn und so weiter. Aber ich kann Ihnen gerne auch im Nachgang den Link zur Website geben. Wasserstofflieferant, haben Sie recht, habe ich noch nicht genannt. Steht alles fest, wer das ist. Die Verträge sind noch nicht final unterschrieben. Darum darf ich ihn an der Stelle noch nicht nennen. Okay, dann nochmal herzlichen Dank, Herr Wendrich, und ich darf Sie bitten, hier Platz zu nehmen, und dann bitte ich auch den Herrn Zisch und den Herrn Dr. Bär nochmal hier nach vorne auf die Bühne, und dann gehen wir nochmal gemeinsam in die Diskussion. Ja, ich muss sagen, ich fand alle drei Vorträge wirklich spannend und auch anschaulich. Aber beginnen möchte ich mit einer Frage an Sie, Herr Zisch. Sie haben ja, ich glaube, 2016 schon angefangen mit Ihrem Projekt. Was war damals eigentlich das Motiv, zu sagen, ich gehe konkret in ein Wasserstoffprojekt? Wir gucken dann vielleicht noch mal in welches, aber was hat Sie damals bewogen, in diese Richtung zu gehen? Ist relativ einfach erklärt. Wir hatten 2015 eben einen Windpark gebaut mit 10 Windkraftanlagen, hatten
dann auch natürlich schon die überschüssige Energie im Blick, was machen wir damit. Und auch der Windpark hat sich, haben wir gemeinsam mit Green Planet Energy gebaut und deswegen hat sich das ergeben natürlich auch hier, wo wir wirklich Überschuss auch haben, auch eine Power-to-Gas-Anlage zu installieren. Wir waren da auch natürlich vorher noch in den Wirtschaftsministerien, um auch an Forschungsgelder oder Fördergelder ranzukommen, aber leider haben wir da keine bekommen, sodass praktisch unser Fördergeber eben die Kunden von Green Planet Energy sind. Auch heute noch sind ca. 25.000 Haushalte, die eben bereit sind, ein bisschen mehr fürs Erdgas zu bezahlen, um eben so eine Anlage betreiben zu können. Aber jetzt sage ich mal, Sie hätten ja auch genauso gut sagen können, ja, wenn ich den Windpark baue, dann baue ich auch noch die Stromnetze aus. Warum haben Sie gesagt, ich gehe in die Wasserstofftechnologie? Ja, die Stromnetze müssen wir sowieso ausbauen oder mussten wir sowieso dafür herrichten, dass das eben möglich ist, diese 30 MW Leistung. Das ist ja auch, haben wir für so ein kleineres Unternehmen beziehungsweise für so ein Umspannwerk ist halt ein Transformator, der voll eben über die erneuerbaren Energie ausgelastet ist. Ne? Und wir müssen ja heute schon abregeln, natürlich noch nicht im großen Stil, aber so eine Bau-to-Gas-Anlage ermöglicht ja auch, dass man die Energie dann auch weiter laufen lassen kann. Das heißt, wir müssen keinen Wind abregeln oder keine Photovoltaik abregeln. Und von daher ist es natürlich sinnvoll, in so einem Konzept oder Bereich, wo man schon einen höheren Anteil an Erneuerbaren hat. Aber dann stelle ich noch eine Nachfrage und dann gehe ich auch weiter und ich sage auch schon mal hier in die Runde. Ich möchte Sie gern mit einbinden in die Diskussion. Sie dürfen gerne auch Ihre Fragen stellen. Da bitte ich einfach um Handzeichen. Können wir gleich machen. Aber noch eine Frage, Herr Zösch. Würden Sie das Projekt so nochmal umsetzen, wenn Sie quasi nochmal am Anfang stünden? Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum man es nicht machen sollte. Also wir haben am Anfang natürlich die technischen Herausforderungen zusammen mit Siemens in dem Fall lösen müssen. Es waren verschiedene Schnittstellen da, die wir miteinander zusammenbringen mussten. Aber Einspeisung in ein Erdgasnetz ist keine große Herausforderung. Elektrolyse, wie gesagt, ist jetzt auch kein Bereich, an dem man sich nicht rantraut, sondern es ist ja überschaubare Größe dort auch und alle, die das besuchen und sich anschauen, sind eben überrascht, wie übersichtlich und wie relativ einfach die Anlage dasteht. Ne? Okay. Ja, dann sozusagen eine Frage an dich, Arndt. Die Frage sozusagen, wie reagiert die Öffentlichkeit auf euer Projekt? Ihr macht ja Öffentlichkeitsarbeit dazu. Ist das den Erwartungen entsprechend? Ist da ganz anders, als ihr damit gerechnet habt? Also Öffentlichkeit ist ja, sie hatte verschiedene Komponenten oder verschiedene Gruppen. Die breite Öffentlichkeit ist mein Eindruck, nimmt das auch noch nicht so wahr, generell das ganze Thema wahr, wie wir das so, glaube ich, in unserer Branche tun und auch ein Stück weit in Berlin und im Berliner Umfeld tun. Ich glaube, dass die ganze Aufmerksamkeit jetzt doch eben durch das GEG und durch die Begleitumstände um das Heizungsgesetz und diese Themen, die im Wirtschaftsministerium gerade sind, jetzt gerade sehr hoch ist. Wasserstoff selber war immer für die Industrie ein Thema. Punkt. Also bei uns in der Öffentlichkeit war das sehr lange so, dass man eigentlich nur über solche Fälle wie ThyssenKrupp diskutiert hat, die ich jetzt eben bewusst auch rausgesucht habe, die aber nicht die einzigen sind, bei denen es von Anfang an klar war, dass das die einzige Lösung ist, um das, was sie tun, weiter zu tun. Wenn man das nicht mehr will, muss man das lassen, aber wenn man das in der Art und Weise mit grünem Stahl und grünen Produkten machen will, dann braucht man im Grunde schlicht da Wasserstoff. Und dann war das für uns klar, dass eigentlich sich die Anwendungen auch bei uns aufdrängen, bei dem, was an Infrastruktur da ist. Wir haben das ja, glaube ich, gerade geschildert. Zwei Projekte sind mehr aus dem Netzbereich. Das heißt, wenn im Ruhrgebiet sowieso über die großen Leitungen, die reinkommen, Wasserstoff ankommt, vorausgesetzt, das ist der Fall. Das ist sehr gut ausgebaut und läuft ganz viel über Antwerpen, Rotterdam und die anderen Häfen. Wenn das sowieso der Fall ist, ist die Infrastruktur sehr gut ausgebaut, auch im Stahlbereich, um dann die großen Ballungszentren zu versorgen.
Und dann war das für uns klar, das ist eigentlich ein No-Brainer, dann zu versuchen, geht das nicht auch im Endkundenbereich. Es gibt 1000 Fragen, offen gestanden, wir haben ja nur ein paar jetzt gerade angerissen. Aber dass das eigentlich ein Thema sein müsste, auch für den Heizungsbereich, das war uns relativ schnell klar. War es aber lange nicht. War es ja schlicht nicht, weil es komplett abgeblockt worden ist. Auch aus unterschiedlichen Gründen, kennen hier alle im Raum, man kann da ganz unterschiedlich drauf gucken auf das Thema. Wir haben uns nur immer ein bisschen gefragt, warum wird das so negiert, kann ich nur teilweise sagen, was da an Vorteilen sich aufdrängt, um das ganze Thema mal zumindest sich entwickeln zu lassen. Und deswegen haben wir das auch immer weiter in der Öffentlichkeit vertreten. Immer in dem Sinne, was wir vertreten können. Also wir können jetzt nicht so tun, als ob morgen grüner Wasserstoff da ist. Das ist schlicht nicht der Fall. Und wir können auch nicht so tun, als machen wir das alles schon seit Jahren. Natürlich ist das ein eigenes Thema für sich. Aber deswegen machen wir solche Projekte ja. Und ich bin auch sehr gespannt, was bei dem Tüger-Projekt rauskommt, weil das natürlich dann, wenn es mal gestartet ist, auch nochmal wieder Next Level ist mit Kundenschnittstelle. Und in der Öffentlichkeit wird das so langsam wahrgenommen alles. Also die Endkundenöffentlichkeit ist, wenn sie sich interessieren dafür, sind sie recht positiv, was Wasserstoff betrifft. Wir haben da Umfragen gemacht über ein Umfrageinstitut. Ich mache das über meinen Bereich öfter mal jetzt, über ein digitales Umfrageinstitut, weil es sehr einfach ist und sehr schnell geht. Zu Wasserstoff sind eigentlich die Kenntnisse bei den Leuten, die sich einigermaßen damit befassen, relativ groß. Man kennt so die Vor- und die Nachteile, die so da sind. Aber es ist eigentlich kein Thema, was die Menschen so wahnsinnig bewegt hat. Die Politik ist eigentlich und die Kommunalen sind für uns im Moment die spannenden Ansprechpartner, weil die ja im Moment die großen Entscheidungen treffen. Leider, muss man fast sagen, die großen Entscheidungen treffen müssten. Und da nehme ich schon eine sehr starke Front wahr, also sehr, sehr starke Lagerbildung, was mich immer wieder erstaunt. Und ich weiß auch nicht, ob das durch die letzten Ereignisse sich jetzt aufgebrochen hat. Ich nehme nur so ein bisschen wahr, dass das Interesse größer geworden ist, daran in Linnich vorbeizukommen und sich das mal anzugucken. Zumindest was so die Landtags- und NRW-Leute betrifft. Ob das weiter wächst, das kann ich kann nur dafür werben, sich diese Dinge anzugucken. Es ist im Moment noch überschaubar an Besuchergruppen, die so da sind. Und sozusagen, du sagst, es ist im Moment vielleicht etwas aufgebrochen, die aktuelle Debatte. Ist das Gebäudeenergiegesetz der Auslöser, dass es etwas aufbricht und mehr Wahrnehmung für das Thema Wasserstoff da ist? Oder sind es andere Gründe? Ich kann ja nicht in die Köpfe reingucken, warum das so ist. Ich glaube, dass jetzt durch das Gebäudeenergiegesetz schon bei jedem angekommen ist, was das für eine Transformation ist. Also wir haben ja alle das Thema Umstellung der Stromerzeugung mitgemacht. Das ist ja bei weitem noch nicht abgeschlossen. Also wir sind jetzt bei 50% Stromerzeugung. Das ist viel, aber die spannenden Zeiten kommen jetzt noch. Auch die teuren Zeiten kommen noch aus bestimmten Gründen, bis es dann irgendwann auch ein System ist, was komplett laufen wird. Ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, komplett die Stromerzeugung über Erneuerbare zu machen. Aber es wird eine ganz schwierige Zeit bis dahin geben, wenn noch Residuallast da ist. Also wenn eben für die berühmten Zeiten, wo nichts da ist, der Rest vorgehalten werden muss und bezahlt werden muss. Das wird auch kommunikativ sehr schwierig, den Leuten klarzumachen, glaube ich. Aber Strom ist halt nur der eine Teil. Und die schmerzhaften Teile kommen jetzt. Oder sagen wir mal, ohne Polemik oder so Politik spreche. Also die Teile, die schwieriger zu steuern sind, die kommen jetzt. Weil man spricht immer so vom Verkehrssektor. Es gibt keinen Verkehrssektor. Es gibt jeden, der ein Auto hat oder zwei oder drei und seine Tochter, die ein Auto hat. Es gibt einen LKW-Fahrer, der seinen Job macht. Es gibt nicht den Sektor, der sich entscheidet, er macht mal was. Es ist leichter, 800 Energieversorger dazu verpflichten, einen Prozentsatz Erneuerbare aufzubauen. Das kann ich relativ leicht steuern. Wenn ich aber an die einzelnen 80 Millionen ran will, dann muss ich werben für das Thema. Und bei der Wärme ist es genauso. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit ein bisschen wenig dafür geworben worden ist, was die richtige Lösung ist. Und jetzt wahrscheinlich durch diese Brachialgewalt auch in der Presse angekommen ist. Ich bin kein Freund der Bild, aber manche von den Fakten stimmen ja.
dass die Tatsachen, die dort aufgeführt worden sind in der Öffentlichkeit, die jetzt auch zum Teil nicht ganz richtig dargestellt werden, aber dass diese Kostenblock da ist für die Leute, das wird jetzt gerade erst klar. Und jetzt, glaube ich, ist das Thema zumindest auf dem Radar. Ob das dazu führt, dass es jetzt konstruktiv gelöst wird, weiß ich nicht, mache ich mal Fragezeichen. Aber es ist eine Chance jetzt zumindest da, das nochmal neu aufzusetzen. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Okay, Stichwort war werben dafür, für die Lösung, die zur Klimaneutralität führen. Jetzt, Herr Wenrich, haben Sie ein Projekt vorgestellt, was konkret im Bereich der privaten Haushalte platziert ist. Natürlich ein Fokus auf das Gasnetz, aber auch auf die Haushalte. Sie haben offensichtlich erfolgreich als Konsortium für die, geworben, Haushalte zu gewinnen, mitzumachen in diesem Projekt. Da war, glaube ich, auch ein großer Vorteil, weil keine großen Kosten auf die Verbraucher zugekommen sind. Aber vielleicht bin ich da auch nicht richtig, können Sie uns gleich nochmal sagen. Aber welche Erfahrungen haben Sie gemacht beim Werben, um sozusagen mitmachen an einem konkreten Projekt, was auf Klimaneutralität einzahlen soll? Ja. Hört man mich? Ja. Gut, also als dieses Projekt ins Leben gerufen wurde oder dieses Projekt initiiert wurde, da wusste man noch nichts von Ukraine, da wusste man noch nichts von Gasstopp aus Russland und so weiter, da war das noch kein Thema. Trotzdem haben uns wir da alle gemeinsam haben uns entschieden, so ein Projekt durchzuführen, weil wir im Wasserstoff einfach eine wichtige Zukunft sehen. Dann ist es natürlich so, dass die ersten Argumente waren, Wasserstoff wird ein wichtiger Teil der Energiewende sein, in welcher Ausprägung auch immer. Und das den Kunden mitzugeben und den Kunden zu zeigen, ihr könnt hier an dieser Stelle wirklich Pionier der Energiewende und gerade der Wärmewende sein. Also Energiewende im Bereich Strom geschieht seit Jahren, besser, schlechter, wie auch immer. Aber da passiert viel, wenn man sich die Quoten anschaut, wie viel Anteil erneuerbaren Strom wir inzwischen im Netz haben. Im Bereich Wärme hat sich sehr, sehr wenig getan. Und da haben wir wirklich die Leute auch begeistern können. Und was, denke ich, schon auch wichtig war, die Leute mitzunehmen. Die Leute hatten keine Angst vor Wasserstoff oder so. Aber es ist wichtig, die Leute auch transparent zu sein. Und wir haben von Anfang an, wir haben die Freiwillige Feuerwehr mitgenommen, die auch Multiplikatoren sind und denen das Projekt gezeigt. Wir hatten den Gemeinderat mit dabei. Und wir haben halt einfach ganz offen und ehrlich auf Augenhöhe den potenziellen Kunden das Projekt vorgestellt und unser Vorhaben und konnten die dann auch gewinnen. Genau, und die nehmen jetzt 18 Monate teil und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr erfreuliche Sache. Und wir konnten alle gewinnen. Sie können sich auch vorstellen, wenn man sagt, wir wollen diesen Netzstrang umstellen, wenn dann ein Kunde zwischendrin sagt, ich möchte nicht und wir können denen nicht dazu verpflichten, dann hätten wir tatsächlich noch einen Plan B gehabt, dass der vielleicht einen extra Netzstrang Erdgas bekommt, wie auch immer. Aber wir haben alle gewonnen und das war unser großes Ziel und das haben wir erreicht. Aber ich vermute, das hat sich im Ort ja auch rumgesprochen, dass dieses Projekt da läuft und dass ab September es auch operativ in den Start geht. Wie ist das? Da sind ja auch dann Haushalte, die sind nicht dabei. Wollen die dann mitmachen oder sagen die sozusagen, ich gucke erst mal, was die anderen machen? Wie ist da die Reaktion? Ja, also es war zunächst klar kommuniziert, dass wir ein Feldtestgebiet haben wollen. Auf die anderen Kunden, die Öffentlichkeitsveranstaltung, die wir hatten, war erstmal auch für diese Kunden gedacht, die im potenziellen Umstellungsgebiet liegen. Aber auch die Gemeinde hat sehr, sehr offen publiziert und kommuniziert, dass wir eben dieses Versorgungsgebiet als Modell hat. Und dementsprechend hat sich ja nie für andere Kunden die Frage gestellt, beziehungsweise es war ja nicht der Fall, dass wir jemanden in Aussicht gestellt haben, hey, Sie könnten eventuell da teilnehmen und dann doch nicht. Also diesen Fehler haben wir nicht gemacht, sondern es war von vornherein klar, welches Gebiet wir auswählen wollen und auf diese Kunden sind wir explizit zugegangen. Aber interessieren sich die anderen auch noch, die sozusagen nicht in diesem Netzgebiet leben, aber weil der Ort ist ja nicht so groß. Also die Leute sprechen natürlich miteinander, das ist ja klar. Und natürlich, wenn der eine ist im Verein, in der Feuerwehr, der nächste im Fußball und so weiter, die Leute sprechen untereinander. Und ich wohne nicht in Hohenwart, aber was ich von den Leuten vor Ort mitbekomme, hat das Projekt dort einen sehr, sehr positiven Ruf. Mir ist noch nichts Kritisches jetzt sozusagen an mich herangetreten. Es läuft dort vor Ort sehr gut, ja. So, ja, gerne. Die eine Frage dort. Gerne das Mikrofon. Ja, Axel Deinert, mein Name. Ich hätte jetzt eine praktische Frage für die Kunden. Sie hatten auch die Verträge angesprochen. Wie gestalten Sie das? Sind die Kunden bereit, jetzt auch mehr zu bezahlen dann für den Wasserstoff oder wird denn quasi die Differenzkosten da komplett
erstattet dann? Ja, also zu den genauen Vertragsinhalten, wie es bei Verträgen öfters so ist, darf ich nichts sagen. Das ist auch eine Verschwiegenheitsklausel drin mit den Kunden. Nichtsdestotrotz ist es so, und ich denke, es ist ein gefördertes Projekt und es kommen auf alle Fälle keine höheren Kosten auf die Kunden zu, als sie jetzt vorher gehabt hätten. So ehrlich muss man sein, ja. Also wir sind nicht auf die Kunden zugegangen und haben gesagt, wollen Sie ein Projekt mitmachen, aber Sie müssen noch so und so viel mehr dazu zahlen. Also das haben wir nicht gemacht. Von dem her kann ich die Frage nicht abschließend bereitstellen. Und ich finde, ein Kunde sollte auch jetzt keinen finanziellen Schaden haben, wenn er an so einem tollen Pilotprojekt teilnimmt. Darum haben wir sind wir diesen Weg nicht gegangen. Ja, gerne. Ich kann das vielleicht eine Sache zu sagen. Wir haben, also in der Frage schwingt ja, das auch mit, also die These, dass sich die Menschen schwer tun, wenn es ans Portemonnaie geht, tatsächlich was für Nachhaltigkeit zu tun. Das ist in der Tat die spannende Frage, die wir uns jetzt auch gerade stellen. Also für die Stufe 2, auch wenn es ja auch richtig, wenn man nicht über die Verträge spricht, aber wenn wir eine Stufe 2 machen und auf die Kunden zugehen, haben wir das für uns schon diskutiert. Dass wir es wahrscheinlich ja dann so machen müssten, dass wir so eine Art CFD oder wie das heißt machen müssten, also einen Differenzausgleichsvertrag, dass man im Grunde sagt, für dich ändert sich nichts, lieber Kunde, und natürlich ist es teurer als vorher erstmal. Jede Diskussion über CO2-Preisen so hin oder her, es wird ja auf jeden Fall teurer erstmal, und das Delta bezahlen wir dir. Dann ist die Chance ja hoch, dass man jeden Kunden kriegt. Ob man tatsächlich auch Kunden kriegt, die sagen, ich bin bereit, mehr zu bezahlen dafür, dass ich dekarbonisiert meine Zukunft habe, das ist, finde ich, die absolute Gretchenfrage, die spannende. Wir haben Umfragen zur Ukraine-Krise oder zur Russland-Krieg gemacht, und es gab eine Hochzeit, wo bei verschiedenen Maßnahmen, wo man gefragt hat, was sind Sie bereit zu tragen oder wo sollte die Politik am liebsten Maßnahmen aufsetzen. Da gibt es immer den Bereich Atomkernenergie weiterlaufen lassen, also der Klassiker, der beliebte. Kohle und Öl weiterlaufen lassen, mehr importieren und so weiter. Und eine Zeit lang war dieser Bereich Energiesparmaßnahmen im Privathaushalt sich aufschreiben zu lassen, Verbote. Der war sogar relativ hoch mit 8, 9, 10% teilweise. Das war zur Anfangsphase des Krieges. Das ist mittlerweile wieder stark abgesackt in den Umfragen. Also das ist nicht genau dieselbe Frage, aber zahlt für mich immer gedanklich darauf ein, dass die Leute sagen, das ist alles super, solange das nicht in meinem Bereich abläuft alles. Ja, ihr könnt gerne Kernenergie weiterlaufen lassen und sowas, aber mir jetzt irgendwie aufzudrücken, dass ich jetzt Teureres bezahlen muss oder Energie sparen oder 3 Minuten duschen oder so, finde ich schwierig. Und das ist eine Hürde, über die wir hinweg müssen, wenn diese These stimmt, glaube ich. Weil es wird ja nicht funktionieren, das wissen wir ja alle. Wir haben ja alle das Gefühl, das fährt gerade so ein bisschen vor die Wand. Vielleicht darf ich da auch aus eigener Erfahrung sozusagen berichten. Zum einen vielleicht den Hinweis, sich mal die Sinusmilieustudien anzugucken, die sozusagen regelmäßig erhoben werden. Die letzte, die mir bekannt ist, vom Jahr 21. Da wird ja sozusagen eine soziodemografische Analyse der Grundhaltung von der deutschen Bevölkerung vorgenommen. Und da kann man relativ genau erkennen, welche Bevölkerungsgruppen und wie groß sie sind, dort vielleicht eine etwas höhere Zahlungsbereitschaft haben. Ich will überhaupt nicht abstreiten, dass es solche Gruppen gibt, aber sie sind recht klein. Und ich habe in meinem vorigen Leben, vor meiner jetzigen Tätigkeit, direkt im Wärmemarkt gearbeitet für einen Wärme- und Energielieferanten, der objektbezogene Lösungen realisiert hat. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus dem Verkauf von Wärmeversorgungslösungen, da wird um die Nachkommastelle gerungen. Und sozusagen, dass es in der Breite denkbar ist, eine Bereitschaft freiwillig zu sagen, ich will mehr zahlen, halte ich für äußerst gering.
Die Frage ist nur, ich glaube, wir müssen ehrlich sein, dass Klimaschutz Geld kostet und dass wir darüber reden müssen, dass das natürlich am Ende auch bei jedem ankommt. Und der andere Punkt ist sicherlich auch die Instrumente, die wir brauchen, um dort einen gewissen sozialen Ausgleich für diejenigen, die ihn erfordern, auch zu realisieren. Das vielleicht als kleine Einschätzung. Leider haben wir wenig Zeit hier heute, aber ich will noch gern noch mal Fragen zulassen. Gerne Sie. Guten Tag, Nesterenko ist mein Name, Architekt Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Ich habe zwei Nachfragen an den Herrn Weinrich. Wenn Sie uns verraten können, wird das grüner Wasserstoff sein und wie wird er an den Markt Hohenwart geliefert? Also wird er irgendwie vor Ort erzeugt oder so eine Flaschenlösung wie sein wie im Ruhrgebiet? Und dann auch eine Frage an Herrn Zösch wegen der Skalierbarkeit. Sie haben erwähnt, Sie haben 13 Windräder für 17.000 Einwohner, sprich so ein Windrad pro 1.000. Sie haben noch PV-Anlagen. Wenn wir über die mittelgroße Städte sprechen, 50 oder 100.000 Einwohner, denken Sie, das wird sozial noch, gesellschaftlich noch akzeptiert, wenn sich da gleich 50 oder 100 Räder um die Städte sich herumdrehen. Danke. Fange ich kurz an. Also Frage 1, ja, wir wollen grünen Wasserstoff. Frage 2, wie kommt der Wasserstoff an den Ort? Und da ist es ja so, dass wir jetzt im ersten Schritt gesagt haben, wir wollen das Verteilnetz und die Endkunden als Kernprojekt sehen. Dementsprechend wird der Wasserstoff jetzt im Projekt nicht vor Ort erzeugt, sondern wird tatsächlich über Trailer erstmal angeliefert. Ist natürlich für die Energieversorgung der Zukunft keine Dauerlösung, aber in diesem Projekt auch eine sehr, sehr pragmatische und sinnvolle Sache. Ja, dann kann ich noch mal antworten. Es ist so, wir haben 13 Windräder, das ist mittlerweile seit 7 Jahren sind die da. Am Anfang hat es auch Widerstände gegeben, mittlerweile stört es meiner Ansicht nach nur noch ganz wenige, die eben diese Bürgerinitiative dagegen gestartet haben. Aber wie gesagt, das ist in den Medien oder in der Presse bei uns überhaupt kein Thema mehr. Vor allen Dingen, nachdem jetzt bekannt geworden ist, dass im letzten Jahr die Erlöse ganz gut waren, dass man auch, wir haben ja eine Bürgerenergiegenossenschaft, die daran beteiligt ist. Und jetzt geht gleich die Zeit runter. Und von daher, also das ist natürlich bundesweit andere Themen sind. Eine Großstadt kann kein Windrad aufstellen in der Innenstadt, das ist mir schon klar. Aber auch da muss man halt natürlich schauen, da wo es möglich ist. Also den Strom auf 100% erneuerbar zu bekommen, denke ich, das ist in Deutschland sicher möglich. Die Wärme und die Mobilität noch dazu zu bekommen. Wie gesagt, dann muss man verschiedene andere Möglichkeiten auch mit reinnehmen. Aber ich würde es jetzt nicht grundsätzlich, aber da bin ich jetzt auch der Falsche. Ich habe keine Hochrechnungen gemacht, ich mache keine Studien, sondern ich mache Praxis. Genau, und wir haben es hier schon piepen hören. Das heißt, dass wir zum Ende kommen müssen. Und insofern würde ich gerne noch eine Schlussrunde machen und alle drei Referenten noch mal kurz bitten, in Hinblick auf den politischen Rückenwind für die Realisierung von Wasserstoffprojekten in Regionen, in Kommunen. Was wünschen Sie sich, egal ob es von Bundesebene, Landesebene oder kommunalpolitischer Ebene ist, welchen Wunsch haben Sie aus Sicht Ihrer Unternehmen? Ja, zumindest, dass das halt aktiv unterstützt wird, weil wie gesagt, bei uns, wir haben viele Anläufe gemacht über irgendwelche staatlichen Institutionen, da Förderungen zu bekommen, was alles gescheitert ist. Jetzt haben wir einen Zuwendungsbescheid für eine Wasserstofftankstelle, das haben wir jetzt mal abgelehnt, weil eben auch da die Förderquote am Anfang bei 90% war, jetzt endgültig ist sie bei 68%, und das ist halt auch für eine kleine Stadt dann zu viel Eigenmittel, die man da mit reinnehmen muss, wobei man auch da nicht weiß, wie sich das entwickelt, ob so eine Wasserstofftankstelle jemals wirtschaftlich zu betreiben ist, zumindest in den nächsten 5 Jahren, ist schwierig zu beantworten. Also diese Halbherzigkeit ist halt meiner Ansicht nach nicht förderlich, sondern wenn Projekte da sind, können sie mal komplett auch gefördert und zumindest begleitet
Und dann, denke ich, käme auch viel mehr dabei raus. Also jetzt darauf zu setzen, dass man immer so kleine Projekte irgendwie so, wie gesagt, das ist bei uns über Greenpeace Energy, über die Kunden. Ne? Also ist ja eine Privatförderung, wenn man so will. Also es gibt Leute in Deutschland, die freiwillig mehr bezahlen, sonst hätte man das Projekt nicht machen können. Und von daher, wie gesagt, muss man das schon mehr kommunizieren und mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wenn man Klimaschutz haben will, dann muss man auch da was investieren und nicht nur denken, das läuft alles von alleine. Ein Wunsch, ja. Also es gibt ja eine Wasserstoffstrategie und es soll jetzt auch eine Überarbeitung geben. Ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten da es schon wieder geleakt ist, was es mal geben soll vielleicht und dann kommt eventuell. Das ist alles viel Ankündigung und viel Ziele. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden die Ziele weiter nach oben geschoben und weiter nach hinten. Also das hat ja auch Obama schon gemacht, das ist ja, glaube ich, ein ganz alter Trick. Also wenn man sich die Förderprogramme komplett mal anguckt dafür, dann höre ich auch von den Großen, die jetzt die ganz großen Projekte machen, dass da seit 16 Monaten sich nichts tut. Die ganz großen Themen, die für uns ja auch wichtig sind, wenn man bei uns so sieht, so die Überlandleitung und Transportleitung, wie es bei uns heißt, dann, oder die großen Elektrolyseure, das sind natürlich wichtige Flaggschiff-Projekte und faktisch, wenn da keine Bescheide kommen und das nicht ausbezahlt wird und nicht richtig exekutiert wird durch, dann kommen wir halt auch nicht weiter. Also das ist von der Praxisseite echt schwierig die ganze Zeit, weil wenn man Förderung macht, muss man es ehrlich meinen. Wir machen Linich ja ohne Förderung, auch bewusst, weil wir gesagt haben, wir wollen das auch jetzt mal machen irgendwann. Deswegen können wir aber auch eben manche Dinge nicht tun, die man mit Förderung tun kann, wo man sagen kann, muss grüner Wasserstoff sein und bestimmte Größe und so. Also man kann das auch ohne Politik machen. Es reicht im Grunde, wenn Politik das nicht verhindert, alles, was man macht. Wenn ich einen Wunsch hätte im Moment, wäre, dass das Gebäudeenergiegesetz zumindest so gestaltet wird, dass keine Dinge verboten werden komplett. Also da gibt es ja viele richtige Dinge drin. Jetzt mal die Endanwendungsbereich. Aber natürlich ist es nicht sinnvoll, eine Technologie da durchzuprügeln, gegen, koste es, was es wolle, gegen jeden Hinweis und eine Studie nach der anderen hinzulegen mit Zahlen, die beweisen, dass es dann doch ginge, wo jeder weiß, es gibt einfach Vor- und Nachteile von bestimmten Technologien. Wenn man das zumindest so lässt, dass man jeder Lösung Zeit lässt und dann mal guckt, was in den nächsten Jahren sich durchgesetzt hat, also mit dem CO2-Preis zum Beispiel steuert. Und man kann ja auch auf andere Instrumente zurückgreifen, um Klimaschutz zu machen. Und ehrlich zu den Leuten ist, glaube ich, wäre das hilfreicher als das, was jetzt passiert. Ich glaube, dass man die Leute nicht unterschätzen darf. Ich bin nicht so deiner Meinung, dass die Menschen nicht bereit sind, auch mehr Geld zu bezahlen für Klimaschutz. Ich glaube, dass aber die Menschen doch aufgeklärter sind, als man so denkt. Also warum ist diese Kernenergiedebatte? Weil zu dem Zeitpunkt der Not jeder wusste, das ist eine schwierige Entscheidung. Auf der einen Seite zu sagen, wir sparen alle ohne Ende und auf der anderen Seite lässt man Dinge durchlaufen, die funktionieren gerade und lässt das jetzt 6 Monate, nicht nochmal 6 Monate weiterlaufen und ähnliches. Jetzt völlig ideologiefrei. Ja? Oder zu sagen, wir selber sparen in keinster Weise oder die Ministerien machen das, was sie machen, bauen 300 neue Stellen auf und du darfst deine Heizung demnächst nicht mehr so einbauen, wie du es gemacht hast. Und diese 100.000, die kannst du dir leihen von der Bank und davon kriegst du ein Drittel als Förderung. Ja, vielen Dank. Also wenn die Leute den Eindruck haben, das macht Sinn als Lösung, dann glaube ich schon, dass sie bereit sind, auch ihren Teil beizutragen. Man sieht das ja an vielen Ecken und Enden, dass Geld ausgegeben wird für Nachhaltigkeit. Vielleicht nur zur Ergänzung. Ich wollte nicht sagen, dass ich denke, die Menschen zahlen am Ende nicht mehr. Ich glaube nur, die Freiwilligkeit im Sinne von, ja, gern mache ich, die ist begrenzt bei den Menschen. Aber ich glaube schon, dass man sie überzeugen kann, dass es notwendig ist. Herr Wendrich, Ihr Wunsch. Genau, also ich wünsche mir bei aller notwendigen Sorgfalt etwas mehr Pragmatismus und Einfachheit bei Genehmigungsverfahren und zwar vom Windrad bis hin zur Verwendung des Wasserstoffs im Privathaushalt und ich stütze den Wunsch nach Technologieoffenheit von Herrn Bär im Bereich der Wärmewende. Warum? Genau. Weil
ich mir sehr sicher bin, dass tatsächlich die Wärmepumpe einen wesentlichen Anteil haben wird und eine wichtige Rolle spielt, aber es sehr, sehr viele Anwendungsfälle gibt, wo man eben auch über den Tellerrand hinaussehen muss und wo beispielsweise Wasserstoff oder andere klimaneutrale Gase eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen werden. Im Bereich von Altstädten, Geschosswohnungsbau und so weiter. Okay, dann darf ich hier erstmal den allen drei Referenten ganz herzlich danken für ihre Projekte und vor allem viel Erfolg wünschen für alle weiteren Aktivitäten und für das Engagement in der Transformation der Energieversorgung in aller Breite. Heute haben wir auf den Aspekt Wasserstoff geguckt. Und ich darf Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Alle Projekte finden Sie im Internet und auch zur Plattform H2 Kommunal finden Sie im Internet genau unter diesem Begriff weitere Informationen. Vielen Dank und noch viel Freude und Erfolg auf den Berliner Energietagen. Dankeschön. Applaus